Benjamin Kaspar, ich finde es schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Danke für diese Einladung. Sehr gerne. Oliver Hecke, rechts von mir. Ich finde es auch schön, dass du da bist. Das freut mich zu hören. Und ich mag auch, dass Olli da ist. Schleib. Ich freue mich auch, dass wir heute alle hier sind. Danke. Thomas Freitag. Wir haben uns hier heute eingefunden zu unserer dritten Folge. Gen-Besprechung einer Drei-Fragezeichen-Folge. Wie letzte Mal angekündigt, handelt es sich hierbei um Folge 73 Poltergeist. Echt? Ja, echt? Ja, das wurde angekündigt? Das wurde am Ende vom Phantomsee angekündigt. Ah, ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ah, deswegen habe ich die Folge mir angehört. Ja. Wie ist es uns ergangen seit letztem Mal? Ich habe keine Lust, gleich sofort mit der Folge einzusteigen. Das können wir immer noch machen. Du bist ja immer noch der Drei-Fragezeichen-Neuling hier. Genau, und ich habe jetzt die letzten zwei Folgen sacken lassen. Mhm. Hab mich jetzt ziemlich auf die dritte gefreut und freue mich jetzt auch, wenn jetzt bald die vierte, wenn mir die vierte anhören kann, denn die dritte ist. Ich sag noch nichts. Ne, ich habe nochmal nachgedacht. Ja. Wir kommen vom Gespensterschloss überm Phantomsee und jetzt sind wir plötzlich beim Poltergeist. Hörspielfolge 73. Also ich dachte ja immer, die drei Fragezeichen sind so Detektive, sind sie ja auch. Aber das sind ja mehr so John Sinclairs. Also wo sind denn so die normalen Krimifälle? Naja, so mit Mord und Totschlag haben sie selten zu tun. Richtig. Es sind schon mehr diese Sachen, die ein bisschen mysteriös sind und klein kriminelle Sachen so. Ich dachte auch mal so in der Stadt werden alle Katzen geklaut oder sowas. Und wo sind die hin? Da wollte ich gerade drauf hinaus, denn... Auf die Katzen, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Es geht darum, dass diese Lücke... die du ja hast als Neuhörer, als Entdecker der Serie, da drin ist jetzt sehr viel passiert. Also jetzt auch nicht so viel, dass man sagen kann, irgendwie wie Gabriel Burns, du fängst mit Hörspielfolge 20 an und denkst, ich verstehe kein Wort. So anspruchsvoll ist es jetzt auch nicht. Aber du hast vielleicht gemerkt, die Jungs sind seit Phantomsee ein paar Jahre gealtert. Nee, hat er nicht gemerkt. Na doch, also das merkt man. Also wenn ich an Phantomsee denke und an diese Folge, ja, ist da schon ein ganz schöner Sprung. Ich rede vom Altern her. Ich rede jetzt nicht von den Stimmen der Sprecher, ich rede jetzt von den Jungs selber. Naja, dass sie sich Erster und Zweiter nennen oder was? Nein, sie fahren auf einmal Autos. Vorher waren sie immer noch mit Patrick auf dem Lastwagen unterwegs. Habe ich jetzt nicht verstanden. Fandst du den Sprung jetzt groß oder nicht so groß? Ich wollte auch noch dazu sagen, dass sie auch jetzt Freundinnen haben. Ja, die hatten sie vorher auch nicht. Wird jetzt eine genannt in der Folge. Also ich fand jetzt nicht, dass da jetzt so, also ob das jetzt Folge 73 oder Folge 1 war oder... Okay, gut. Ich wollte nur sagen... Fand da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich wollte sagen, da ist ein bisschen was zwischendurch passiert, aber wenn du nicht das Gefühl hattest, dann können wir an anderer Stelle mal darauf eingehen. Ja, aber ich fand die sogar... Die wäre leichter zum Einstieg gewesen für mich, wie die erste oder dritte oder was wir da gehört haben. Echt, ja? Ja. Sie hat auch nicht so viele Logikfehler. Gut. Was sagst du denn? Es ist schwierig, da nicht von der Folge zu reden. Ja, ist richtig. Ich würde auch sagen, wir fangen jetzt mit der Folge endlich mal an. Okay, ihr wollt eigentlich... Und lassen dieses Kennenlerngequatsche hier. Okay, erstmal ein bisschen was über die Folge selber. Es handelt sich, wie schon gesagt, um Hörspielfolge 73. Das Buch ist im Februar 1997 erschienen. Ach, so spät? Hier liegt's. Habe ich mir damals Karstadt-Hermannplatz gekauft. Das ist noch meine Originalausgabe aus der Zeit. Und tatsächlich fast zeitgleich ist das Hörspiel dazu erschienen. Das hat mich aber auch gewundert. Das wusste ich nicht. Das ist am 10.02.1997 erschienen. Was ich ganz interessant finde, da merkst du ja halt, dass... die ja einen gewissen Vorlauf haben. Das heißt, dann kriegt ihr das Hörspielstudio schon vorher das Manuskript vom Verlag oder vom Autoren. Von der Qualität hätte ich mir aber auch vorstellen können, dass sie es an einem Tag einfach schnell aufgenommen haben. Teilweise, aber da kommen wir später nochmal zu. Okay. Ich finde generell, das hört sich an wie eine 80er-Jahre-Folge. Von der Qualität her sogar schlechter, würde ich sogar sagen. Ich rede jetzt nur von der Qualität. Ja, also ja, nicht ja. von den Geräuschen oder so, nur von der Qualität. Ja, und ich finde, das hört sich an wie 80er Jahre. Oder es hat was damit zu tun, weil ich das auf YouTube gehört habe und der das irgendwie komisch da eingespielt hat. Aber jedenfalls war die Qualität so vom Sound und Hall und also, so 80er Jahre. Kannst du mir mal kurz helfen und mir sagen, wann Hexenhandy rausgekommen ist als Hörspiel? 2001. 2001. Gut, dann habe ich die nicht zusammen gekauft, weil ich habe auf jeden Fall 1998 Poltergeist schon gehabt. Ich glaube, ich habe sie damals 97 oder 98 auf einem Flohmarkt-Straßenfest erstanden und sie war neu und original verschweißt.
Und ich habe es noch mit irgendeiner anderen Kassette. Entweder Fußballgangster, wie alt ist Fußballgangster? 95. Dann habe ich sie, glaube ich, mit Fußballgangster zusammengekauft. Und hatte dann zwei neue Folgen praktisch, ja. Und habe mich sehr auf Poltergeist gefreut, weil ich fand auch Geisterschloss eine sehr gute Folge damals. Und Poltergeist versprach ja vom Namen her ähnlich mysteriöse Geschichte. Aber da kommen wir ja gleich zu. Geisterschloss ist die von letztem Mal. Nein, das ist die, die du mit Thomas zusammen gemacht hast. Ah, die erste. Die erste. Ja. Gut, aber die kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich, sehr warum. Gut. Ja, jetzt weiß ich. Ja. Noch kurz noch zu dem Buch, was ich hier liegen habe. Ganz kurz, aber die Folge, rauscht die bei euch auch so? Sie rauscht Original? Bei mir nicht, die ist aber schlecht okay. ausgesteuert teilweise. Okay. Und was merkwürdig ist, ich wollte eigentlich erst an den Stellen dazu kommen, ich kann es aber auch allgemein mal sagen, es ist einer der wenigen Folgen, wo die Sprecher wirklich flüstern. Normalerweise ist es ja so, wenn die Leute, über die gesprochen werden, ein bisschen weiter weg sind, dann merkt man zwar, dass sie flüstern, sie reden aber in einer normalen Lautstärke, aber ein bisschen so, dass man trotzdem merkt, die flüstern jetzt, nur ein bisschen leiser. In der Folge wird aber tatsächlich geflüstert und das habe ich kaum oder da verstehe ich kaum was in diesen, das habe ich als auf der Kassette, wo das in meinem Kassettenrekorder lief, fast gar nicht verstanden und jetzt, wo ich es auf YouTube gehört habe, musste ich mich anstrengen, um das zu verstehen. Also ich kann keine Vergleichsfolge finden, wo in der Art geflüstert wird von den Sprechern her wie in dieser Folge. Aber bei YouTube hast du nicht das Rauschen gehabt? Nee. Ich habe kurz in die YouTube-Version reingehört, ja. Und die Qualität ist schlechter. Okay. Es rauscht in der Version. Ich habe es ja auf CD gehört, beziehungsweise über ein iPod. Gut, und weil ich kenne ja auch Ollis Ohren, ich gucke da ja mal öfter rein. Okay. Oh, ja, Entschuldigung, ich muss gerade. Das ist gerade so interessant. Du sitzt links neben mir und übersteuerst beim Sprechen als Person und er sitzt rechts und ist total dumpf. Und ihr sitzt aber als lebende Menschen hier. Ja, du wolltest gerade dumm sagen. Ja, da ich hab's übrigens. Oh, jetzt muss ich das wieder schneiden. Ich hab's übrigens über Chromecast gehört. Ich fand meinen eigenen Witz war's lustig. Okay. Ich hab den Witz nicht verstanden, weil ich nur halb zugehört habe. Gut, jedenfalls hat's bei mir gerauscht. Auf derselben Plattform wie bei dir. Ist merkwürdig. Ja, wie gesagt, ich über Chromecast ist ja wieder was anderes über den Fernseher und so. Oder? Ja, und ich höre ja wirklich mit High-End-Kopfhörern und so. Oder? Man kann aber an dieser Stelle mal sagen, wir haben alle drei die gleiche Version gehört. Davon gibt es keine Neuabmischung, meiner Meinung nach. Okay. Das heißt, du hattest keine andere Musik als ich oder er und auch keine irgendwelche Extra-Inhalte. Gut, weil auf die Musik müssen wir auch noch eingehen. Die ist nämlich... finde ich ganz schön durcheinander. Teilweise ist das fast schon technomäßig. Ja. Aber da, glaube ich, ist es eigentlich was Besonderes, dass diese Geschichte von einem deutschen Autor stammt? Das würde ich so gerne erzählen. Oh, aber ich kann nicht. Ich wollte nicht vorgreifen. Tut mir leid, Thomas. Nee, ich kann nicht erzählen, weil Benjamin immer noch was einfällt. André Marx heißt er. Aber jetzt du bitte. Wir legen los jetzt. Genau, wir haben ja schon darüber gesprochen, wann es erschienen ist. Es ist der erste veröffentlichte Fall von André Marx. Ah. André Marx ist ein inzwischen 45 Jahre alter Mann. Ja, die mit 5 geschrieben. Nein, aber er war mit 5 schon großer Drei-Fragezeichen-Fan. Okay. Er hatte einen größeren Bruder, der immer die Hörspiele und Hörspiele gehört, die Bücher gelesen hat. Und er ist auch ein Fan der allerersten Stunde, war aber immer mehr Fan von den Büchern als von den Hörspielen. Das merkt man auch bei ihm, dass er eher auf den Kosmos, wie die Bücher die Welt der drei Fragezeichen schildern, als die Hörspiele sie rüberbringen. Ja? Kann ich kurz, ganz kurz fragen, ich habe nicht zugehört. Ist er jetzt, der hat jetzt das Buch geschrieben? Ja, er ist ein deutscher Autor. Gut, dann ist gut. Denn wie du weißt, ist ja drei Fragezeichen eigentlich eine amerikanische Erfindung. Ja. Ende der 80er Jahre wurde die Serie in den USA aber endgültig eingestellt. Ja. Da aber die Serie in Deutschland immer noch sehr erfolgreich lief, bis zum heutigen Tag, wurde die Serie denn ab Anfang der 90er, 1993, von deutschsprachigen Autoren weitergeschrieben. Die erste deutschsprachige Autorin war eine Österreicherin. Die hat 16 Bücher zu beigesteuert. Und André Marx ist quasi ihr Nachfolger. Sie war unter Vertrag und wurde dann aber nach den 16 Büchern abgesägt, mehr oder weniger. Und er hatte sich schon vorher bei dem Verlag beworben mit einem Manuskript. Waren die Bücher nicht erfolgreich? Oder wieso sägt man jemand ab, wenn die Bücher erfolgreich sind? Da gibt für mich wieder keinen Sinn. Oder? Vielleicht Vertragsstreitigkeiten. Weil die Bücher, die sie geschrieben hat, inhaltlich ein bisschen anders sind. Sie hat sich so auf diese... Gott, musst du hier viel schneiden. Du musst dir vorstellen, die ersten 45 Bücher sind in dem Stil wie Gespensterschloss und Phantomsee. Die Jungs sind 12, 13 alt, haben mehr so mit Mysterien zu tun. Danach gab es dann eine Ära, wo die Jungs dann älter geschrieben wurden, auf 16, 17. Denn in dem Moment hatten sie dann
Frauen, Autos und härtere Gegner. Nicht mehr irgendwie so, oh, da steht einer mit einem Gespensterlaken auf dem Flur und will uns erschrecken, sondern eher wirklich schon so harte Drogendealer und Autohändler und... Also schon richtig Kriminelle. Richtig Kriminelle. Also die Fälle werden actionlastiger. Hat aber in den USA nicht funktioniert, wurde eingestellt und dann hat man probiert, da anzuknüpfen. Das hat diese österreichische Autorin gemacht, aber sie hatte, ihre Fälle waren immer so ein bisschen mit so erhobenen Zeigefinger und sehr moralisch. Und der André Marx, als der dann dran war, der ist dann wieder so ein bisschen back to the roots gegangen und hat probiert, mehr dieses Mysterische einzufangen. Aber die waren trotzdem noch so alt. Das konnten sie nicht mehr ändern. Also sie haben die Jungs nicht in eine Zeitmaschine gesteckt und gesagt, ihr seid jetzt wieder 13. Das konnten sie nicht machen. Sie haben auch die Freundinnen beibehalten, die werden aber im Laufe der Serie mehr und mehr in den Hintergrund gestellt bzw. abgeschafft. Also die gibt's nicht mehr. Bis auf Peter sind alle Freundinnen weg. Gerade der. Naja, der hat's aber auch verdient. Guck doch mal, Peter hat so schlimm mit Justus, der ihn immer wieder maßregelt und so. Der braucht einfach mal ein bisschen Ablenkung. Okay. Wolltest du noch was fragen? Nein, das reicht. André Marx hat, wie gesagt, 36 Bücher geschrieben. Hm. Und jetzt ein kleiner Fun-Fact. Diese Hand, die ihr hier seht auf dem Cover, diese Geisterhand hier. Jetzt sag nicht, das ist seine. Der Hammer jetzt, wenn das rauskommen würde. Im Buch kommt diese Szene nicht vor, sie wurde extra fürs Hörspiel reingeschrieben. Okay, zu dieser Sache kommen wir ja später auch noch. Eigentlich hatten wir das ja jetzt immer so, dass wenigstens einer mal vorliest, wie die Folge so auf der Kassettenhülle. Oh, das warst du immer und deswegen willst du diesen Part natürlich beibehalten. Nein, ich wäre gerne auch dafür, dass du das mal vorliest. Unheimliches geschieht im Haus von Mrs. Cartier. Klopfzeichen ertönen, Möbel bewegen sich, Tassen fliegen durch die Luft. Ein Fall ganz nach dem Geschmack von Justus, Peter und Bob. Die anfängliche Begeisterung der Detektive verwandelt sich aber bald in Angst und Entsetzen. Treibt da tatsächlich ein Poltergeist sein Unwesen? Eine natürliche Erklärung für diese Phänomene scheint es nicht zu geben. Ich habe diesen, wie nennt man das, Kassettenbuchtext oder Inlay-Text, habe ich damals auf dem Flohmarkt gelesen und dachte, das ist ja unglaublich. Und dann kommen wir in diese Geschichte rein und erstmal beginnt es mit einem Kunstraub. Und da dachte ich dann schon mal als erstes gähn. Ich würde ganz gerne noch kurz den Klappentext vom Buch hinzufügen. Der unterscheidet sich ein bisschen im letzten Absatz, denn hier wird noch darauf eingegangen, versucht der verstorbene Mann von Mrs. Cartier mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ich habe das gestern in der Wanne gelesen, nachdem ich die Folge gehört habe. Der kommt zum Beispiel im Hörspiel. Und dann denke ich so, welcher Mann? Ja. Und da habe ich heute aber nochmal gehört, ja, sie erwähnt kurz, dass ihr Mann gestorben ist, ansonsten wird darauf gar nicht mehr eingegangen. Und jetzt hier, da muss ich an Bamien denken und ein bisschen lachen. Eine natürliche Erklärung für diese Phänomene scheint ausgeschlossen. Und selbst der sonst so coole Justus zweifelt plötzlich an seinem Verstand. Kommen euch eigentlich die Kinder vor? Also bei mir ist es so, als ob das so Deutsche wären. Ja, warum? Ja, das liegt daran, dass es halt durch diese deutschsprachigen Autoren ist sehr deutscher Flair drin. Oder? Ja. Ich finde das schon. Also, das hört sich so an, als ob das hier Kinder aus Berlin sind. So, das hört sich nicht so an. Ich habe nicht so dieses Gefühl, das spielt, wo spielt das eigentlich? England? Rocky USA, Beach, Rocky, USA, Kalifornien. In der Nähe von Los Angeles. Seht ihr. So, stimmt, die fahren ja dahin. In 20 Minuten. So. Nee, aber mir kommt es wirklich so vor, als ob das so deutsche Kinder sind. Das ist auch ein Aspekt, an dem die Serie sehr krankt. Also je weiter sie fortschreitet, desto weniger hast du diesen amerikanischen Flair. Gut, dann ist das gar keine Einbildung. Nee, da gebe ich auch vollkommen recht. Gut, weil Olli mich so angeguckt hat, so, was ist denn das für ein komischer Mensch, was erzählt er da? Ja, aber anscheinend ist es ja gar nicht. Es geht schon damit los, zum Beispiel denke ich so, als die in der einen Szene ins Museum nach L.A. fahren, da habe ich mir so gewünscht, dass jetzt so ein Drive-by-Shoot ist, sodass sie irgendwie so einer schwarzen Gang begegnen und so wie so einfach abgeknallt werden. Ah, ist ja L.A. Das wäre für Benjamin. Ja? Nee, wisst ihr jetzt, warum mir das so vorkommt? Ah, weil die nicht abgeknallt werden. Weil die Deutsch sprechen. Ja, gut. Wie lange hast du da diesen Gag geschrieben, Benjamin? Wo steht der in deinen Unterlagen? Komm, zeig's. Ich fange jetzt einfach an, das ist mir zu blöd. Ich bin eigentlich schon eingestiegen, weil ich darf, wenn ich kurz was einwerfen darf, und zwar ist mir gleich zu Anfang etwas Phänomenales aufgefallen, das war, dass Justus anscheinend wirklich immer dümmer wird. Ich würde gerne sagen, dass die Anfangsmusik diese 80er-Jahre-Musik ist, die ich bis jetzt nur kenne. Du meinst immer noch das Intro, die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Ja, finde ich ganz furchtbar übrigens. Das war für mich damals, als ich das zum ersten Mal gehört habe, gegenüber der anderen Melodien, die vorher immer gespielt wurden, war das echt sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Für mich ist es ganz toll, weil ich nur das kenne.
Okay, dir gefällt es wirklich, ja? Ich finde das ja, das hat so ganz, 80er Jahre. Ich finde es sehr gezwungen mit den Stimmen, wie sie die Namen denn alle sagen und oh nee. Ja, mir gefällt das überhaupt nicht. Ja, gar nicht. Das ist ja das, was wir wieder sagen, diese Verklärung. Wir sind sozialisiert worden mit der alten Hörspielmusik, er kennt sie nicht und deswegen kann er ja sagen, warum, ist doch gut gemacht, passt doch. Also man steigt in die Geschichte Poltergeist ein, erstmal mit einem langweiligen Kunstraub, wo Bob in die Zentrale stürzt und sagt, in der Art Gallery Hall ist eingebrochen worden. Und dann hieß es, dass sie gesagt haben, ja, es fällt diese Vernissage von, wie heißt der Künstler nochmal? Da habe ich vergessen, Ed Stingwood. Ed Stingwood fällt das auf. Habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich das unwichtig finde, wie der heißt. Ich habe es aufgeschrieben. Bob wollte mit seiner Freundin dorthin, aber es fällt aus wegen irgendwelchen Problemen mit der Elektrik. Aber Bob kam ja schon mit dem Satz rein, in der Art Gallery Hall ist eingebrochen worden. Dann erzählte er noch weiter, dass die Leute aufgebracht sind und dann fragt Peter, was ist denn eigentlich nur mit dem Diebstahl? Und dann sagt er, okay, lass mich weiterzählen. Ich habe noch Leute mitbekommen, wie sie hier die Veranstalterin ist rausgekommen. Jetzt müssen wir doch die Polizei holen und keine Ahnung. Und dann kommt Justus und meint, du meinst also, dass das mit den technischen Problemen war nur eine Ausrede und in Wirklichkeit sind die Bilder gestohlen worden? Jetzt fällt dir ein, oh, das mit dem elektrischen Ausfall scheint wohl bloß eine Ausrede gewesen zu sein. Da habe ich gemerkt, dass Justus wohl von Folge zu Folge auch immer ein bisschen geistig nachlässt. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ja, es fällt mir schon in der allerersten Sekunde auf. Bob kommt rein und Justus sagt, Bob? Na gut. Als ob das was voll dich... Komisch ist, dass Bob in die Zentrale kommt. Ja? Ist es mir nicht? Skinny Norris? Mama? Also wirklich, das ist mir da schon aufgefallen. Und hallo, ich bin's, Thomas. Ich sitze gerade im Schnitt und habe festgestellt, dass an dieser Stelle eine Lücke in der Aufnahme ist. Deswegen möchte ich euch nur die Information nachreichen, dass ich jetzt erzähle, dass ich das Buch natürlich gelesen habe vom Poltergeist und die Szene am Anfang ein bisschen anders ist. Also da kommt nicht Bob rein und fängt sofort an zu erzählen, sondern Justus sitzt zuerst allein in der Zentrale und ärgert sich über seine beiden Detektivkollegen, weil er am Computer sitzt und irgendwelche Akten nachbearbeitet von vergangenen Fällen und ziemlich angepisst ist. Das war's dann erstmal von mir an dieser Stelle und ich gebe jetzt wieder zurück an die Jungs. Der Dicke sitzt in der Zentrale, ist sauer, weil er die ganze liegen gebliebene Arbeit hat. Er speist irgendwie am Computer alte Fakten über Fälle ein und so und dann regt er sich halt darüber auf, immer wenn es um so organisatorische Sachen geht, verpissen sich die anderen beiden. Und deswegen ist er richtig sauer, da muss er noch draußen irgendwie abladen, helfen vom Lastwagen. Und dann kommt Peter und Peter hat richtig gute Laune. Kriegt er erstmal aufs Maul. So ungefähr, verbal. Echt, ja? Weil er lässt dann seinen ganzen Fußball ab. Ja, ihr habt da nur eure Freundin im Kopf und wir müssen auch noch die Telefonrechnung für die Zentrale bezahlen. Lustigerweise später sagt er wieder zu von Miss Kartier. Nein, wir nehmen kein Geld. Ja, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Aber so, und also es ist eine sehr gereizte Stimmung am Anfang im Buch. Und das behält sich ja dann auch, vielleicht ist es euch aufgefallen, auch im Hörspiel. Na, da fängt es aber sehr ausgelassen an. Ja, da seht der Bob ganz fröhlich von dieser Vernissage. Die Stimmung im Buch, ich habe das Buch vor 21 Jahren gelesen, ist sowieso sehr toxisch. Und ich bin froh, dass das Hörspiel das nur so streift und nicht ganz einfängt. Denn im Buch ist es sehr, sehr nervig. Und dann ist auch so witzig im Buch, dann erzählt Bob das, was du gerade erzählt hast. Und dann fängt Justus schon so an zu grinsen, weil er einen neuen Fall wittert. Und Peter, der eben die Standpauke bekommen hat, der sagt dann auch irgendwie, oh nee, ich habe keinen Bock. Was ist denn mit der Unordnung in der Zentrale? Wir haben doch so viel zu tun. Ne? Und dann sagt Justus, ah, das kann warten. Und dann ist Peter richtig sauer, weil er ihn erst zur Schnecke macht. Okay. Und dann wieder, oh, ein Fall, da mischen wir uns natürlich sofort ein. Wobei ich das sowieso witzig finde. Nach dem Motto, die Spur ist frisch. Und wir können jetzt da ermitteln. Das finde ich so ein bisschen holprig. Ja, besonders, weil auch, ich weiß nicht, wer das von denen sagt, wir fahren schnell hin, damit wir schneller als die Polizei... Ich wollte gerade sagen, da kommt die Veranstalterin raus und meint, na, wir sollten ja vielleicht doch die Polizei holen. Dann kommt Bob in die Zentrale, sagt denen, und dann, ich habe mir aufgeschrieben, die glauben noch vor der Polizei vor Ort zu sein, nachdem die Leiterin die Polizei schon geholt hat. Das wäre so, als würden wir jetzt hier bei NTV sehen, dass es hier irgendwo in Berlin brennt und wir sagen, komm, wir gehen ins Auto und wir löschen das. Ja, genau, wir sind vor der Feuerwehr da, aber lass uns vorher nochmal bei McDonald's halten oder so. Und jetzt mit dem Hintergrund, was Thomas noch erzählt hat, dass sie sich da noch ein bisschen in der Zentrale streiten. Ja. Es ist ja noch verrückter. Wird es dann auch erwähnt im Buch, dass sie vor der Polizei hoffen, da zu sein? Ist das auch im Buch ein Thema? Also das ist schon so dann übernommen. Das ist noch witziger. Ja. Das ist wirklich. Die werden wirklich immer dümmer. Ja. Ja, ich meine, das Buch war von 97, aber auch vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren war das so. Ja.
dass die Polizei doch recht flink war, so innerhalb von 20 ja. Minuten. Ja, das ist eigentlich witzig. Oh, das ist ja noch frisch, schnell hin. Weil die sagt ja schon, wir müssen jetzt die Polizei rufen. Weil ich greife jetzt ganz kurz vor, wir können gleich wieder ein Stück zurückspringen, weil die Polizei ist ja dann schon da und die sagen, ah, nein. Ja, genau, so die kommen ist erst da. So als wenn, das, als wenn die irgendwie 2 Sekunden später da gewesen wären und sich dann wundern. Also das ist wirklich so ein Aspekt, wo ich auch dachte, hallo? Ja, die drängen sich da ganz schön auf. Und Peter sagt auch im Buch irgendwie, weil Justus ja einen neuen Fall wittert, irgendwie, ja, da können wir doch gleich die Zeitung aufschlagen und einfach willkürlich gucken, wo was los ist. Das finde ich gut. Genau, weil dann, oh, das steht schon in der Zeitung, vielleicht ist die Polizei noch nicht da, lass uns schnell hin. Was mir aufgefallen ist, ist es, also nachdem die gesagt haben, sie wollen jetzt dahin, kommt Musik. Also der Szenenwechsel ist sehr schnell. Es sind in den ersten, sagen wir mal, 20, 30 Minuten so viele Szenenwechsel mit Musik. Es ist ganz viel Musik in dieser Folge. Aber die Musik ist sehr speziell, finde ich. Sie ist ganz oft unterschiedlich. Am Anfang ist sie so wirklich altmodisch, sage ich mal. Dann kommen so Techno-Einflüsse fast. Ich weiß nicht, sie ist merkwürdig, die Musik. Ich habe da einen anderen Blick drauf. Ich finde die Musik schon sehr modern. Und was mir aufgefallen ist, die Musik, die in diesem Hörspiel eingesetzt wird, die kommt auch nie wieder in einer anderen Folge vor. Die ist schon eigentlich sehr auf diese Folge zugeschnitten. Aber ich finde die ersten Musikstücke nicht schlecht. Ja, ich fand sie nicht so toll. Also, weil sie passen nicht... Also, um was Positives zu sagen, was ich an der Folge mag, ist, dass sie mich sehr in diese Zeit, in diese Ende 90er Jahre zurückversetzt. Aber ich finde die Musik nicht passend fürs Hörspiel. Ich finde sie für die Ära passend, aber nicht für den Fall. Übrigens ist man an der Stelle als Hörer doch schon geneigt, sich zu überlegen, Moment mal, Titel Poltergeist, bis jetzt noch nichts Mysteriöses, es geht um einen Kunstraub. Und die nächsten beiden Punkte habe ich mir auch relativ schnell abgehandelt. Besuch Museum langweilig, Besuch Museum of Arts langweilig, weil da wirklich nichts muss vorkommt. Ganz kurz noch sagen, davor, wenn man hört jetzt das erste Mal diesen Sprecher, den Erzähler. An den ich mich auch noch nicht gewöhnt habe. Es kann jetzt daran liegen, wegen der Musik, weil die zu modern war, wie du es sagst, obwohl ich sie eigentlich gar nicht so modern fand. Aber vielleicht deshalb oder weil er fast beim Sprechen stirbt. Also, okay, also so habe ich jetzt noch nicht... So einen langweiligen... Ja, das finde ich auch. Ohne Emotionen. Ja. Also so ein Sprecher, da habe ich mir so gedacht, oh Gott. Denn überleg mal an Peter Pastelli. Heißt der so? Passetti. Peter Passetti. Pastelli. wie toll der das eigentlich gemacht hat. Denn er war immer richtig bei den Geschichten. Ich erinnere nochmal an der Phantomsee, wo er da den Hörer mit einbindet. Gut. Ganz kurz, du darfst gleich weitererzählen. Ich bin fertig. Weil es gibt ja Peter Passetti in 2 Facetten. Einmal in den ersten Folgen und dann in den alten Passetti. Und in 2 Pastelltönen. In 2 Pastelltönen gibt es ihn. Weil, wenn Melvin schon sagt, der Erzähler Matthias Fuchs heißt er übrigens, der hier eingesetzt wurde, dann hören wir uns nächste Mal eine Folge an mit die letzten Folgen mit dem alten Erzähler. Und dann reden wir nochmal über das Thema Sterben. Ja? Gut, der ist ja nun auch tot. Ja, aber er redet wirklich, du hast Angst, er kippt um im Studio. Das habe ich aber bei dem, dass der einschläft. Finde also, ich nicht, ich mag also den. Also wie gesagt, die ersten 30 Minuten dieser Folge sind richtig straff und zügig. Und ich finde, der Sprecher, den hätte bremst man komplett immer rausnehmen können. Ja. Also er hätte nicht gefehlt. Nee. Hätte man jetzt diesen Sprecher rausgenommen in dieser Folge. Ich hätte ihn auch nicht vermisst. Er fehlt nicht in dieser Folge. Er ist sehr neutral. Wer legt Wasserrohr hoch, Rocket Beach? Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu, weil ich das Problem habe mit dem vorletzten Erzähler, Thomas Fritsch, Scar aus König der Löwen. Der ist nämlich in den letzten Folgen sehr zum Märchenonkel mutiert. Und deswegen mag ich diesen Erzähler in dieser Folge viel, viel mehr. Aber vielleicht an anderer Stelle mal was dazu. Ich finde es ja okay, wenn du da deine Meinung zu hast. Wie sagt man das so schön? Deine Meinung ist falsch, aber... Aber er findet es okay, dass du eine Meinung dazu hast. Das ist schon mal, ein großes Entgegenkommen. Also, vielleicht können wir schnell die Szene abhandeln. Der erste, die Szene 2 ist ja der Besuch im Museum Rocky Beach. Mhm. Und dieser Inspektor Kershaw tritt ja auf. Und erteilt den Jungs halt erstmal eine Abfuhr, was ich auch realisiere. Erstmal kommt ja dieser, in Anführungsstrichen, unhöfliche Polizist, der da sieht, da kommen so 3 Jugendliche, machen hier auf, ja, wir sind sozusagen, hier in Berlin würdest du, glaube ich, verlieren, wenn du sagen würdest, ja, ich bin eigentlich ein inoffizieller Helfer der Berliner Polizei, ich kann dich schon abführen. Und ja, da kann man dann die Reaktion dieses Polizisten auch ein bisschen verstehen. Er ist sogar noch viel zu nett, oder? Also ich finde, die Abfuhr, die er ihnen erteilt, finde ich ja realistisch, weil da kommen irgendwelche 3 Hansels, die sagen, ja, wir kennen Inspektor Kotter persönlich und wir sind quasi seine rechte Hand. Klar, der soll natürlich als Fiesling wirken, so, oh, der lässt unsere Helden nicht agieren. Ja, ja. Aber aus Erwachsener Sicht sage ich so, das ist ja richtig so.
Vorher sagen die Kinder noch, dass das Bild ja 100.000 Dollar wert hat. Das wurde grüne, eiserne, was genau? die Eisenfrau. Die genau. Grüne Eisenfrau. Und dass dieses neue Gebäude eigentlich kaum einbruchssicher ist. Ja, weil das Museum Los Angeles durch den Wasserrohrbruch wurde ja die Vernissage, nee, nicht Vernissage, das ist was anderes. Ja, doch. Die Ausstellung wurde ja nach Rocky Beach verlegt, aber dass das Museum Rocky Beach gar nicht dafür ausgelastet ist, so einbruchssicher zu sein, was ja im späteren Verlauf des Falles eine Rolle spielt. Ja, definitiv. Genau, deswegen habe ich es ja auch gesagt. Weil genau. Das war keine Kritik. Nee, der Inspektor, ich finde, dass der so abliest. Das, da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich ja. Ganz ehrlich sagen. Weil es sind in dem, ich finde, da sind gar nicht so viele Sprecher diesmal dabei. Und ich finde, der liest irgendwie ab. Es sind auch keine nennenswerten Synchronsprecher diesmal dabei, ist mir so aufgefallen, wenn ich die Liste durchgehe. Ich habe auch geschrieben, schlechte Soundeffekte. Also erstmal hat die Folge generell schlechte Soundeffekte, ganz wenig. Wenn wir mal später dazu kommen, wenn es mit den ersten Spuk-Szenen losgeht. Ja. Aber es ist mir auch hier aufgefallen, dass bei den ersten Folgen, die sich richtig Mühe gegeben haben mit den Hintergründen, das habe ich auch ganz oft gelobt, und dass es hier ganz spärlich eingesetzt ist. Und dass der Polizist, der kommt von einen anderen Raum zu den Kindern. Mhm. Und da ist die Stimme einfach so leise und wird lauter gedreht. So kommt es rüber, so ganz billig, ganz billig. Und du hättest lieber so, dass man seine Schritte hört und dass man hört, die Stimme wirklich von leise auf laut wird, aber mehr der Hall sich auch so verändert. Genau, ne? Und das war ja. Dann scheint es dir ja auch aufgefallen zu sein. Überleg mal, wie oft die das beim Gespensterschloss so gemacht haben und machen mussten. Von der großen Halle in so ein kleines Treppenhaus, in den Spiegelsaal. Da haben die sehr, schön, dass ich geschlagen habe, Thomas, haben die sehr mit diesen Effekten gearbeitet und da auch sehr gut. Genau. Und das ist mir aufgefallen, dass diese Folge irgendwie, ich weiß nicht, ob es billiger produziert wurde. Ich finde, man merkt das aber der ganzen Produktion an. Ich finde die Folge auch billig in der Umsetzung. Jetzt von Sprecherleistung und Story abgesehen, hat sie nicht so das Qualitative einer guten Hörspielproduktion. Sie ist immer noch gut gemacht, aber so eine Kleinigkeiten, die fallen einem auf, da hast du recht. Sie kommen zurück in die Zentrale wir sind noch, sie sind ja noch im zweiten Museum. Oh. Weil Baby das schon gesagt hat, ich habe mir das auch aufgeschrieben, sie fahren von Rocky Beach 20 Minuten nach L.A. Ja, was... Ich war noch nie in Amerika, ja? Und wir wissen, dass Rocky Beach ist fiktiv und ist nah bei L.A. Rocky Beach ist jetzt, sagen wir mal, Königs Wusterhausen, ja? Und L.A. ist jetzt wirklich, wie viele Millionen Menschen leben da? 17,7 Millionen, ich weiß es nicht, in 20 Minuten im Nachmittagsverkehr? Gut, lassen wir mal so stehen, ne? Apropos. Da seid ihr jetzt aber schon ein bisschen streng jetzt. Nein, das kam nicht real, das war für mich auch so, das kam nicht realistisch rüber. Okay. Hat mich gestört. Lustigerweise, mich stört sowas eigentlich selten, aber das hat mich irgendwie so, wir sind nur 20 Minuten da. Es stört mich nicht, aber es fällt mir auf und dann denke ich so, ein bisschen unrealistisch. Sagt nicht Peter da noch, wenn ich auf die Uhr gucke, schließt das Museum bald. Deswegen, es ist schon später Nachmittag, spät abends. Ja. Und ich, nach der Passage dachte ich, oh, da müssen Sie sich aber beeilen, 20 Minuten später. Ich weiß, Olli würde gerne schon vorspringen, aber ich habe noch was. Jetzt sind die bei diesem Museum und da ist da die Aufpasserin, Museumsleiterin. Marianne Kehlau. Ja. Und die sagen, sie haben ein Schulprojekt. Ja, sie lügen, aber mit was für ein Thema und kommen damit durch. Nämlich, wie lügen sie? Ach, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe hier stehen, erfinden Ausrede. Irgendwas mit, sie wollen sich die Räumlichkeiten wegen dem Wasserschaden angucken, genau, oder? Genau, sie schauen sich Schäden an, die von der Umwelt... so ein Mist. Ich irgendwie sowas verstehen. Und ich dachte so, okay. Und sie sagt, oh, das ist ja interessant. So, wo ich mir dachte, wer glaubt das? Und dann aber so. Nach dem Motto, wenn die drei Fahrzeichen schon schnell waren, wie schnell war bitte der Inspektor? Das stimmt, die waren ja alle schon da. Das ist mir wiederum aufgefallen. Der war doch noch vor Ort und musste ermitteln. Ja. Oder ist er dann ganz schnell ins Auto gesprungen und schon vorgefahren? Inspektor, die drei Jungs machen sich auf den Weg. Alles klar, hinterher. Wir müssen vor denen da sein. Aber das, was Baby sagt, ist mir auch aufgefallen, diese komische Ausrede. Und ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, weil mir das zu albern war. Ja, und da wäre es auch schön gewesen, wenn sie gesagt hätte, ach, was erzählt ihr denn? Da hätte mich jetzt aber gefreut, wenn sich irgendeiner von uns dreien das tatsächlich notiert hätte, weil das habe ich jetzt nicht mehr, was die da für eine Ausrede benutzt haben. Das war so ganz schade. Ich war richtig dumm. Ich erinnere mich dunkel, dass irgendwas war, ja, wir möchten die Auswirkung von Wasserschäden auf die Räumlichkeit oder Architektur oder sowas. Ja. Umweltkatastrophen, weißt du, auf Räumlichkeiten. Im heimlichen Hina, da sagen sie wenigstens noch, ja, wir haben ein Schulprojekt, Wohngebiete im Wandel.
Ja, das geht ja noch. Aber ich kann Benni da gut verstehen, das wäre total realistisch, wenn sie gesagt hätte, was sind das für ein Schwachsinn, Kinder? Und dann hätten sie vielleicht noch was anderes ausgedacht oder hätten vielleicht irgendwie noch, zumindest, dass sie das nicht gleich schluckt. Die ist einfach nur Mittel zum Zweck, die ist vor Ort und dass die Jungs einfach nicht ich umsonst glaub, hinfahren. Die weil Marianne Kehlau hat auch nur diesen einen Satz, oder? In dem ganzen ja, zwei Sätze. Sagt Hallo und ach, wer kommt denn da? Keine Ahnung. Und Olli, gleich könnten wir weitersprechen, denn eine Sache hat mich noch gestört. Weil die sind ja eigentlich immer so, dass sie probieren, Mittel und Wege zu finden, irgendwie so einen Fall zu lösen und bla bla bla. Und hier ist es so, dass die dann sagen, ja, wir können nichts machen. Stimmt, ja, dumm. Es ist ein Tag, den man lieber aus dem Kalender streicht, und sagt Justus noch. Und das war's. Ja, ja, das war's. So, eigentlich wäre die Folge da zu Ende. Ja, und dann dachte ich so, die hätten mit ganz vielen Leuten reden können. Das haben die ja früher alles gemacht. Egal, wir kommen bei der Polizei nicht weiter. Jetzt fragen wir mal um Museumsbesucher oder um irgendwelche, oder den Künstler selber, der wahrscheinlich schon tot ist. Aber zumindest irgendwelche, die noch mit dieser Ausstellung zu tun haben und nicht mit der Polizei der Künstler leben verbunden sind. Und mit den Besuchern, ob irgendein Besucher irgendwas gesehen hat, ist ja egal was. Aber sie reden mit keinem und sagen einfach so, naja. Tolle Detektive. Sie werden, genau, sie werden eigentlich nicht gerecht, sie ermitteln nicht. Nein, gar nicht. Sie gehen einfach, sie stoßen auf diesen Inspektor, den zweimal eine Abfuhr erteilt. Aber sie sind so, sie werfen sofort die Flinte ins Korn, sie sind halt nicht professionell. Und das Moment. Passt, so wie ich sie in den zwei Folgen davor kennengelernt habe, passt dieses Verhalten überhaupt? Nee, es ist so, oh, können wir nichts machen. Total blöd. Und nicht mal so schade, dass wir es nicht rauskriegen irgendwie, sondern einfach so. Und da habe ich aber drüber nachgedacht, weil ich finde ja, die beiden Szenen mit dem Museum sind ja notwendig für den weiteren Verlauf der Handlung. Aber so wie sie umgesetzt sind, finde ich, kann man da sehr gut drauf verzichten. Also ich bin die wirklich im Kopf ganz groß übersprungen, weil... Ja, die sind nicht schön wegzuhören, finde ich. Genau, die sind... als Hörer, der die Geschichte zum ersten Mal hört und sich auf Poltergeist freut, denkt man da mal noch, boah ey, was ist das? Ich habe ganz ehrlich als Kind damals echt gedacht, eine kurze Zeit lang, Mensch, vielleicht ist es ein Fehldruck und die haben die für eine falsche Folge aufgespielt. Nein, wirklich. Und spätestens. Ist, und es geht ja jetzt so schlimm weiter. Spätestens, als sie zurück in die Zentrale kommen und einen Anruf auf dem Anrufbeantworter haben, ich habe einen neuen Fall für euch. Der Poltergeist kommt. Die Kelly ist dran. Dann denkt man, jetzt geht's los. Es geht um ein verschwundenes Medaillon. Und dann denkt man, okay, spätestens jetzt weiß ich, bin ich in der falschen Folge. Ich habe meine Notizen, habe ich Szene 4, Zentrale, in Klammern der erste Fall. Es spielt zwei Tage später und sie haben jetzt anhand der Presse entnommen, was da genau bei dem Einbruch abgelaufen ist. Und die grüne Eisenfrau wurde gestohlen. So, und dann ruft Kelly an. Dazu muss ich sagen, Kelly ist ja die Freundin von Peter, was man vielleicht da nicht so rausgehört hat. Da tippe ich jetzt Benjamin an. Achso, stimmt, die eine hieß... Elisabeth ist die Freundin von Bob. Elisabeth und... Genau. Okay. Und Kelly, die anruft, ist ja die... Die Verwandte von denen, von dem aus der, hier, der sprechende Wecker oder der schreiende Wecker. Nein, andersrum. Die Miss Madigan, für die sie das Medaillon suchen sollen, ist ihre Großtante. Ah, okay, so. Okay. Und ich mag ja die Stimme von der Kelly, aber ich fand sie in dem Moment sehr hölzern und als ob sie einfach nur abliest. Wo hat ich man habe Kelly einen Fall Madigan, für euch. Die spricht wirklich ganz schlimm. Die war für mich sehr amateurhaft. Wo habe ich die denn schon mal gehört? Die spielt zum Beispiel mit bei Die Automafia. Die spricht bei... Die macht in mehreren Folgen mit. Mann, mir fällt nichts ein, überbrückbar. Ist sie eine Serien, auch Serien- und Fernsehen- und Film-Synchronsprecherin? Ich habe die nicht auf dem Schirm. Ich habe nie was anderes mit der gehört. So. Okay, ich kann kurz überbrücken, indem ich sage, aha... Nachdem die grüne Eisenfrau dort gefunden wurde, wird wohl der Diebstahl von der Galerie dort noch weiter behandelt, wo ich schon dachte, okay, das Thema wird jetzt abgehandelt, können wir jetzt zum Poltergeist kommen? Nein, wir kommen wieder zu dem Thema mit dem Museumsraub zurück. Und da wollte ich eigentlich schon ausmachen und zurück zum Flohmarkt. Man muss aber dazu... Ach, damals meinst du? Damals, ja. Heute nicht. Jetzt 21 Jahre später. Ich wusste ja, dass es irgendwann weitergeht. Was ich hier aufgeschrieben habe, dass auch da jetzt der nächste Sprung, denn dass da ganz viel Musik ist und ganz straff erzählt, so bam, bam, bam. Und ich habe mich auch gefragt, so wie du das gerade, wenn es jetzt so weitergeht, was passiert da genau, jetzt? Genau, genau. Also ganz merkwürdig. Also das, man ist, wenn man, wie du sie ja zum ersten Mal gehört hat, fühlt man sich da echt nicht abgeholt zu dem Ganzen irgendwie. Ja, man denkt so, wo schwimmen wir denn hier hin? Ja? Das ist halt alles sehr reduziert. Auch diese Szene in der Zentrale, die geht ja vielleicht 2 Minuten. Sie lesen aus der Zeitung vor, dann ruft Kelly an, sagt ihnen, seid doch mal so lieb und sucht das Medaillon für meine Großtante. Und sie sagen ja auch, klingt jetzt nicht so spannend. Und ja, das denkt auch der Hörer in dem Moment, das ist das Lustige. Und Kelly erinnert ja daran, dass ja auf der Visitenkarte steht, wir übernehmen ihn. Das fand ich übrigens sehr überheblich von ihr. So, ach, und hat sie auch sehr überheblich betont, ach, auf eurer Karte steht doch, wir übernehmen jeden Fall. Das wird im Buch nochmal eine Rolle spielen. Okay. Später dazu mehr. Das finde ich aber gut, dass sie das sagt.
So, jetzt beginnen sie zu suchen und ich muss sagen, die Folge... Nein, ich muss nur eins noch anmerken. Die Folge ist mittlerweile 20 Minuten alt und es ist immer noch kein Poltergeist im Spiel. Szene 5, Miss Madigan, habe ich die getauft. Da mochte ich die Musik, wenn der Erzähler sagt, das Haus von Mrs. Madigan, bla bla bla. Stimmt, die ist ein bisschen finster, die Musik. Die ja, das ist so mit so einem Horn oder genau. so einem Blasinstrument und das hat mich richtig an den Film erinnert. Ja. So, stell dir vor, so ein Film, alles grau bewölkt, so ein altes Herrenhaus, wie ein schwarzes Auto langsam die Auffahrt hochfährt. So, und dazu so eine Musik. So wie so aus so einem Film Noir-Film. Aber warte mal, kommt es nicht vor, als sie das erste Mal zu Frau, zu Mrs. Cartier fahren? Nein, das ist bei Miss Madigan. Cartier ist so ein Gitarrensound. Okay. Cartier ist ein Feuerzeug. Ich habe nicht aufgepasst. Nein, Cartier ist eine französische. Ist egal. Nein, aber die Musik ist mir auch da positiv aufgefallen. Sie hätten sie auch Mrs. Winston und Mrs. Marlowe zwischendurch nennen. So, sie das kommen. Kannst du rausschneiden. Ist euch aufgefallen, dass wenn die aussteigen, wie albern die dann sind? Was ist denn dieser Schrotthaufen? Das ist eine Skulptur. Wo ist denn hier die Klingel? Und ja, das ist extrem teilweise auch übersteuert. Ich weiß nur eine Stelle, ich glaube, wo Bob dort anfängt zu lachen, die ist so übersteuert, ja, dass es da sein. Schon wieder sehr unangenehm wird zu hören. Ich muss leider sagen, sie lachen 2-3 Mal so in dieser Folge und ich finde das ganz schlecht. Ja. Also wie sie das spielen, dieses Lachen. Man merkt so, dass das so richtig gekünstelt ist. Weil wir inzwischen an einem Punkt in der Produktion sind, wo die ihre Rollen nicht mehr ernst nehmen. Das wollte ich gerade erwähnen. Die sind auch sehr albern beim Aufnehmen. Ja. Denk nochmal an den Phantomsee, da hättest du sowas nicht gehabt. Es ist so billig gelacht, so als ob wir das jetzt so... so albern und ja, was so ist denn das? Das ist eine Skulptur. Hör doch mal auf. Wo ist denn hier die Klingel? Ich würde mal sagen, das war besser als das, was ich in dem Hörspiel da gehört habe, was du gerade gemacht hast. Nein, wirklich. Die grüne Eisenfrau hängt übrigens an der Wand. Und sie reden darüber und Peter, grüne Eisenfrau? Wo ich denke, Alter, hast du in der Szene davor nicht aufgepasst? Sie reden darüber, was in der Zeitung steht. Und dann wird Peter wieder so als richtig dumm dargestellt. Das ist wieder was mich nervt. So, und Justus erwähnt, das finde ich auch so dumm, er erwähnt den Easton, übrigens ein ganz bekloppter Name, den man nicht so schnell aussprechen kann, Easton und die Miss Madigan. Woher kennst du ihn denn? Ja, steht an ihrem Klingelschild. Wobei, ja, das ist auch so eine komische Szene, jetzt wo du sagst. Auf der anderen Seite unterstreicht es wieder ihren wunderlichen Charakter. Weil sie ist ja ein bisschen verstreut. Das kommt ja am Ende auch nochmal. Ich finde die Sprecherin übrigens sehr gut. Nein, die finde ich wieder ganz gut. Genau, ich verwechsel immer die von Mrs. Cartier, die finde ich ganz schlecht. Ja, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind jetzt bei Mrs. Genau. Und da mag ich die Sprecherin, weil die kommt so alt und wirklich verstreut rüber. So. Also ich nehme ihr die Rolle ab. Die Figur ist nicht sympathisch, aber sie, so wie die Figur sein soll, macht sie sehr gut. Genau. Und jetzt kommt eine Sache, die ich... ihr kennt meinen Humor und deswegen liebe ich das. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt immer mein Highlight, weil jeder Folge... Wenn ihr diese unfreiwilligen Sachen... Ich hole mal Popcorn, das ist ein Klassiker. Ja. Nein, das ist kein Klassiker, aber ich liebe es. Startet eure Aufnahmegeräte. Nein, wenn die zu dritt mit einer Person reden und die Person irgendwas sagt und die dann immer so, richtig, sehe ich auch so, kann nicht sein. Also ihre Kommentare die ganze Zeit, hört doch mal auf die Kommentare. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist aber so eine Hörspielkrankheit, weil man ja nichts sieht, muss immer so ein künstliches Leben erschaffen werden, in dem diese Bestätigungslaute gegeben werden beim Sprechen. Das ist aber so lustig. Das ist ja genauso wie, die gehen in einen Raum rein, so, ich mache mal das Licht an, wo ist denn der Schalter? Das hier, ich drücke ihn. Das ist nicht lustig. Aber wenn die Bestätigung... Ich wollte dir nur ein Beispiel dafür geben. Nee, das regt ihn ja auf. Nein, also, sie sitzt zu dritt am Tisch und sie erzählt was. Ja. Das ist ganz schrecklich. Ich auch so. Diese Fresserei. Ich liebe es. Ich verstehe kein Wort, weil er sich 20 Plätzchen in den... So hört sich das auch an, dieses Overacting beim Essen. Nein, aber wirklich so, die Kekse sind so, aber gut. Das mag ich. Sowas mag ich. Ja. Das finde ich total nervig. Weil das ist so lustig. So, dann, nimm dir noch einen Keks. Oh, danke. Nee, Justus aber nicht. Dann kommt ja noch, wo sich Justus, Peter und Bob aufregen, dass sie sich nicht frei bewegen können dort und suchen können. Na, ihr dürft doch überall suchen, nur nicht in den Schränken. Das ist in der nächsten Szene die drei Möbelpacker. Was? Du hast dir die getauft. Ihr müsst jetzt erstmal sagen, dass die Detektive den Auftrag annehmen. Ja. So, das weiß gar keiner, um was es hier geht. Ja, dann übernimm du doch das Wort. Naja, sie sagt, dass sie halt ihr Medaillon verloren hat. Und die was wir schon wussten durch Caddy. Genau, und die Detektive sind eigentlich zuerst so ein bisschen dagegen. Da habe ich auch erst gedacht, so dieser Übergang. Ja. Nach dem Motto, Justus so ganz götterhaft, ich kann im Namen meiner Kollegen sprechen, dass wir den Fall übernehmen, während Bob immer noch Kekse frisst.
Schnitt und dann hört man auf einmal, was ist denn hier, jetzt hilf mir doch mal. Und du hörst irgendwelche Möbel, die durchs Haus geschleppt werden und geschoben, deswegen die drei Möbelpacker. Aha. Und da habe ich so gedacht, was ist denn das für ein Übergang? So, ich sag dir jetzt... Wir nehmen den Fall an, alles schon. Ja, genau. Was, er ist schon dabei, die Wand rauszureißen. Ja? Da habe ich gedacht, das ist aber ein komischer Übergang. Justus sagt dann aber, dass sie keinerlei Hinweise geben kann, wo sie es zuletzt gesehen hat. Aber das macht man ja auch natürlich. So, suchen wir mal. Bring mir mal den Vorschlaghammer. Ja? Ich reiß hier die Wand ein. So, das wirkt auch. Wir gucken erstmal im Fundament. Das wirkt auch, was Bamin vorhin bemängelt hat, wo sie im Museum sind und, ja, können wir nichts machen, ne? Hier auch irgendwie, ja, wir nehmen den Fall an. Wo sind denn die Schränke? Aber darf man aber auch nicht vergessen, die hatten von Anfang an nicht so wirklich Bock auf diesen Fall. Das muss man ja auch so ein bisschen genau, deswegen wollte ich das ja ansprechen, dass ja eigentlich nur Justus das gemacht hat, weil sie ja, sagt er übrigens da, glaube ich auch, dass sie ja jeden Fall annehmen und noch nie einen verloren haben und bla bla bla. Kriegen sich jetzt komplett auf, aber sie wollen den Fall nicht aufgeben, das wird da auch nochmal betont. Und Justus redet nochmal auf seine Kollegen ein, dass er halt dieser Frau weiterhin helfen wollen. Das kommt aber auch jetzt später. Genau, und die Frau ja sagt, ist ja toll, dass ihr mir helft. Und ja, wer ist das? Bob mit den Keksen? Ja. Gut, Bob. Okay, wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis, weil wir immer wieder auf die Kekse zurückkommen. Die lassen uns nicht los. Weil ich liebe diese Szene. Mir ist nur aufgefallen, ich finde, ja, die sind ganz schön verzweifelt. Die wollen unbedingt einen Fall. Oh, geil, Museum wurde eingebrochen, da müssen wir hin. Oh, schade. Oh, geil, Medaillon ist weg, das müssen wir machen. So. Naja, da war die Euphorie ja nicht ganz so ja groß. Ich habe das Gefühl, die sind wie Süchtige, die müssen unbedingt einen Fall haben. Ja, ja, gleich kommt ja auch tatsächlich einer. Um jetzt mal kurz weiter in der Handlung zu gehen. Also Mist, ja. Dann kommt ja jetzt die Szene mit der Möbelpackerei und die Alte entpuppt sich ja als völlig Wahnsinnige, aber sie spielt sie auch sehr gut. Ich finde das auch wirklich gut. Peter sagt ja, sie erscheint immer aus dem Nichts und kritisiert an den Jungs rum. Und dann kommt sie wirklich einmal wirklich wie aus dem Nichts und sagt so, da habe ich schon geguckt. Ja? Ich finde das aber gut, du selbst. Und auch genau, sie hat schon hinterm Schrank zum Beispiel geguckt. Ja. Und dann fragen sie, ja, haben sie denn den Schrank vorgezogen? Genau. Na, warum denn? Ja, warum denn? Ich was ich wirklich ein bisschen albern finde, Justus nimmt die Bilder ab. Ich werde doch mein Medaillon nicht hinter einem Bild verstecken. Was ich eine berechtigte Kritik an der Vorgehensweise der Detektive finde. Ich finde aber gut, dass die Detektive so... Also man merkt so richtig so, dass sie so ein bisschen genervt sind von ihr, so genau, wie sie so miteinander reden. Das ist wirklich gut gespielt. Das ist wirklich gut gespielt und auch die Situation ist durchaus nachvollziehbar. Man ist da in so einem Haus voller Krempel und hat eigentlich gar keinen Bock. Stell dir vor, du musst eine Wohnungsauflösung oder irgendwas machen, da hat man auch keine Lust zu. Ja, man genau so scheiße sogar ist das. So ein bisschen so und denkt Frauen, so, dafür bin ich Detektiv geworden. Ja. Und hat ja, ja, nee, das also, mit dem Geld kommt später. Das ist schon für das, was es ist, gut umgesetzt. Ich will an dort auf diesen Easton zu sprechen kommen. Genau, ich auch. Ja, einer der besseren Sprecher auf jeden Fall in diesem Stück, finde ich. Und jetzt ist Quiz-Time. Benjamin, hast du den Sprecher erkannt? Ja. Dann sag. Mr. Burns. Nein. Nee, weiß ich nicht. Helgo Liebig. Helmo. Helmo? Helmo Liebig. Nee, der heißt Helgo. Hier steht aber Helmo. Dann ist es wahrscheinlich ein Fehler. Warte, wir haben ja alles hier. Schneidetime. Das war wieder lustig. Helmo, okay, Olli hat recht. Das wird wieder geschnitten. He-Man. Wie Adam oder was? Aus der TV-Serie. Ja. Das ist der Sprecher. Hab ich nicht erkannt, schade. Wo ich den ein bisschen witzig finde. Hä? Was warst denn du hier? Was willst denn du? Ja, aber nicht in meinem Zimmer. So, der ist schon ziemlich... Der macht es schroff. Das hat so dieses alte Niveau der 80er, so 70er, 80er. So die Bösewichte, die wirklich noch gut agieren konnten. Also so wie beim A-Team, so wo man sofort erkennt. So, das ja, ist, genau. Der Bösewicht, das sind die Guten. Aber auf der anderen Seite beginnt hier eine Ära, die mich an den neuen drei Fragezeichen-Fällen stören. Die begegnen immer ganz oft Erwachsenen, die ihnen vom Grund auf feindselig gegenüberstehen. Gut, der Typ hat ja noch einen weiteren Verlauf Man erklärt sich auch, warum der doch ein bisschen erschrocken ist, dass da auf einmal ein paar Jugendliche rumwühlen. Gut. Aber so irgendwie so, das nervt mich an neuen Produktionen, dass egal auf wen die treffen, man denkt so, wer seid ihr denn? Und was wollt ihr hier? Verschwindet! Und so, und das nervt mich. Da gibt es dann keine Miss Wagner mehr, die sagt, komm schon, Schätzchen. Miss Wagner, in welcher Folge war die nochmal? Super Papagei. Ach so. Da kann ich jetzt aber sagen, dass es genauso in den ersten beiden Folgen, die ich gehört habe, so vorkam. Ja, da sind auch zwei, in jeder Folge eine Figur, die total ablehnt den gegenüber. Ja, aber das nimmt in den neuen Folgen zu. Das Lustige mehr und mehr. Ist, in der alten Folge Phantomsee ist es noch nicht mal der Bösewicht, der so ablehnt war. Da ist es doch dieser Gunn, wie heißt der? Nee, wie heißt denn der? Lümmel. Der da in, wo sie da in dem Haus sind. Rory. Rory. Mhm. Und der ist eigentlich nur dumm.
Aber es wird aber war der Beste. Er war der Beste, aber er ist ja der eigentlich der so ablehnt, den drei. Aber alleine, dass du jetzt gesagt hast, Gunn, habe ich richtig schlechte Laune. Warum? Weil die Folge so schlecht war. Okay. Hast du denn das Buch gelesen, was hier geht? Noch nicht. Tut mir sehr leid. Gut. Okay, wir machen jetzt mal weiter. Die Szene endet ja damit, was Olli gesagt hat. Dass die nochmal sagen, ihr könnt überall gucken, genau. Kein Problem, ne? Im Moment so endet sie nicht, sondern sie fragen noch die Tante, ob Easton vielleicht derjenige ist, der geklaut hat. Easton. Und da sagt sie, nein, sie glaubt daran nicht. Ist ein ehrenwerter Mann. Genau. Ich würde ihn doch sonst nicht hier wohnen lassen, nach dem Motto. Er ist ein Ehrenmann. Genau, ja. Ich finde, das sollte man noch in dieser Szene sagen. Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe gar nicht so viele Notizen heute, deswegen brauche ich auch heute eure Hilfe. Ich habe noch eine jede Menge. Aber ich mag es nicht, wenn ihr redet. Ach so. Gebt mir einfach eure Notizen. Ja, bis jetzt kam aber ich hätte also doch noch im Bett sein können. Jetzt sind wir in der nächsten Szene. Der zweite Fall. Nach 24 Minuten übrigens. Ja, man mag es kaum glauben, das mit dem Haus hat eigentlich nur 4 Minuten gedauert, worüber wir gefühlt eine Viertelstunde gerade gesprochen haben. Und sei froh, denn im Buch vergeht ein Tag und dann sind sie wieder bei der Alten. Ach so. Und suchen wieder und es wiederholt sich genauso. Das Hörspiel strafft das ein bisschen. Es bleibt noch zu erwähnen, dass trotz der Straffung und der Reduzierung die Folge dennoch eine der etwas längeren ist, und zwar 67 Minuten. Das ist schon ein bisschen überdurchschnittlich. Ich finde die aber sehr kurzweilig. Weil eigentlich passiert trotzdem viel, allein durch die ganzen schnellen Szenenwechsel. Ja, aber trotzdem finde ich die schlecht erzählt. Die ersten 20 Minuten sind echt gähnend langweilig, finde ich wirklich. Ich finde eher die letzten 10 Minuten, aber darauf kommen. Die sind ganz schlecht. Also, nehmen wir mal die letzte Minute, wo sich alles aufklärt. Also, die ist wirklich ganz nicht, gut. Das ist nicht die letzte Minute, das sind wirklich 10 Minuten. Da kommen wir gleich nochmal zu. Sie sind auf einem Hausweg und Peter ist im Auto auf 180, dass er keinen Bock mehr auf den Fall hat. Also das ist dieses Toxische, was ich meinte. Ja, das stimmt. Da ist ein bisschen aggro in der Szene drin. Das merkt man. Er ist sehr aggro. Ja. Und er spricht ja eigentlich aus, was alle denken, finde ich. Ja. Und dann finde ich eine schöne, wie nennt man das, Reminiszenz an die alten Fälle. Ich bin dafür, dass wir den Fall abgeben. Wer dafür ist, hebt die Hand. Ja, ja, genau. Ja. Auch, dass er dann in die Zentrale geht und Blackie dann... Und Blackie anmault. Genau. Ja, du bist gerade eingeschriebenes Mitglied. Das fand ich wieder albern. Diese Szene, muss ich sagen. Erinnert aber auch an die ersten Fälle. Da gibt es sowas auch, dass Blackie dazwischen plappert. Ich glaube, im Unheimlichen Drachen kommt das vor. Und da sagt er auch, nee, du bist kein eingeschriebenes Mitglied. Also für mich passt das irgendwie nicht. Also ihr kennt ihn ja nun besser vom Charakter. Aber ich frage mich immer, was regt er sich eigentlich so auf? Die haben ja jetzt keinen anderen Fall bis dahin. Bis zu dieser Szene haben sie noch keinen anderen Fall. Er ist faul, hat keine Lust da im Müll zu wühlen. Und die Frau ist ja auch nun mal sehr anstrengend. Ja, dann kann er doch sagen, macht ihr beides doch und ich mach hier. Ja, aber du kennst nichts. Du kennst Justus nicht. Und das offenbart sich ja jetzt in den nächsten Minuten des Hörspiels. Denn Justus ist ja dieses, nein, wir sind ein treues Detektivunternehmen, wir nehmen kein Geld und überhaupt haben wir einen Ruf zu verlieren. Also er nötigt ja eigentlich die anderen beiden dabei zu sein. Finde ich gut, das ist mir sympathisch. Ja, aber du sagst, einerseits sagst du, Peter könnte doch sagen, wisst ihr was, das ist mir zu doof. Darum regt er sich halt so auf, weil er da mitmachen muss. Aber das hat er ja noch nicht gesagt. Peter ist natürlich auch leider in einer ganz prekären Situation, denn Kelly ist seine Freundin. Das heißt, das wird im Buch auch wieder mehr erläutert als im Hörspiel. Im Hörspiel kommt das gar nicht vor, dass er nicht einfach das Handtuch werfen kann, weil ihm dann seine Freundin die Hölle heiß macht. Das ist doof gerade, dass du das erzählst, weil es kommt viel zu wenig im Hörspiel rüber, dass er vielleicht so einen Konflikt hat oder so. Naja, man darf aber nicht vergessen, dass kurz bevor sie diese Miss Tralala, Madigan verlassen, wollen sie ja den Fall aufgeben, aber Justus spricht seinen beiden Kollegen nochmal ins Gewissen und spricht nochmal, nein, wir geben den nicht auf. Das ist kurz bevor sie nämlich wieder zurück in die Zentrale fahren, drängt Justus nochmal an seine beiden Kollegen, dass er den behalten. Also da merkt wohl Peter, dass er aus der Nummer nicht so einfach rauskommt. Aber Peter drängt darauf, das wird noch heute geklärt. Vorher wird er nicht nach Hause fahren. Und da fand ich Bob wieder ganz schön feige. Im Buch steht drin, dass er diplomatisch ist. Aber so, Peter ist dagegen, Justus ist dafür. Und dann fragt Peter Bob nach seiner Meinung und er sagt, ja, ist ja klar, dass er mir hängen bleibt. Ich enthalte mich, ich bin unentschlossen. Das ist einfach nur, weil er genau weiß, wenn er sich für Peter einsetzt, dann muss er sich dumme Sprüche von Justus anhören. Wenn er sich für Justus einsetzt, dann ist Peter sauer. Naja, ist er doch schlau. Ja, es ist aber auch feige, weil er nicht Stellung bezieht. Ja, ja, das fand ich ein bisschen schwach von Bob, weil man Bob genau anmerkt, dass er auch keinen Bock hat. Die sitzen im Auto, Peter regt sich auf und dann, ja, nicht nur du, ich habe auch keinen Bock mehr. Und dann, ich enthalte mich. Na, aber er sagt das schon ein bisschen anders. Vielleicht ja schon, dass er keinen Bock hat, aber er denkt vielleicht auch, naja, warum nicht? Ja, und da haben wir wieder dieses verzweifelt auf der Suche nach dem Fall. Naja, Peter ist sehr aggressiv
Und jetzt sind sie, was du gesagt hast, in der Zentrale und der AB blinkt. Ja. Und mir ist total scheißegal, was auf dem AB ist. Das finde ich wirklich. Ja, oder? Das ist total witzig. Sagt Peter übrigens. Wir dürfen nicht so viel hier voraussetzen. Keiner, der das hier hört, hat jemals die Folge gehört. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie zuerst die Folge hören und sich dann den Podcast anhören. Ja. Denn eine gute Werbung für die Folgen ist das hier nicht, was wir hier veranstalten. Die Mrs. KT ruft an. Baby, möchtest du es erzählen? Naja, sie ruft an und sagt, dass es in ihrem Haus spukt. Und ja. Da ist so. Also sie hat erstmal auf dem AB gesprochen, dass sie bitte um Rückruf bittet. Ach so, und genau. Da und schon auf dem Band schon sagt, hier sind merkwürdige Sachen, die hier passieren. Also nee, das möchte sie nicht auf dem AB. Dem AB sprechen, was da passiert. Sie will das lieber persönlich machen. Mhm. Na, ja. Ich finde viel witziger, dass sie sagt, sie hat Probleme mit ihrem Haus. Und dann stell mal vor, du rufst dann an. Ja, mein Keller ist voll mit Wasser gelaufen. Super, passt ja gerade zu unseren Fällen. Nehmen wir auch noch an. Wir nehmen übrigens kein Geld. Ja, die drei Handwerker. Da fand ich übrigens Justus wieder witzig. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er ruft doch bei ihr an und sie schildert, was in ihrem Haus vorgeht. Und dann, das ist in der Tat bemerkenswert. Er macht so ein ganz komisches Geräusch. Oh, das hat mir nicht aufgefallen. Und da wusste ich nicht, ob er lacht oder ob ihm schon der Sabber im Mund zusammenläuft wegen dem Fall. Oder ob er wieder Kekse frisst. Er macht wirklich so. Ja, so Produktionsfehler. Die haben wieder irgendwas weggeschnitten, was dazwischen weggenommen hat. Hat aufgestoßen, hat rausgeschnitten, so halt. Ja, da merkt man, dass die Produktion wirklich nachgelassen hat in den neuen Folgen. Übrigens. Nicht nochmal den Satz neu eingesprochen, einfach rausgeschnitten ist. Apropos, Qualität lässt nach. Also die Sprecherin von dieser Lydia Cartier, wie hieß sie doch gleich? Gerda Gemmelin. Ganz schlecht, finde ich wirklich ganz schlecht. Sie übertreibt, also es gefällt mir nicht. Finde ich nicht. Ich finde, dass sie ist nicht die beste Sprecherin, aber ich finde, dass sie diese alte, besorgte Frau gut rüberbringt. Ich habe es lustigerweise auch nicht negativ aufgeschrieben. Sagen wir mal so, sie reiht sich in diesen schlechten Sprechern gut mit ein, aber sticht doch ein bisschen. Gehen wir mal von der Prämisse aus. Wir spoilern jetzt wieder. Wir wissen ja, dass die Alte unter einem Hut steckt mit dem Drahtzieher. Und wenn sie anruft als jemand, der so tut, ist es eigentlich gut. Okay, das richtig. Finde ich, habe ich aber ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn man in der Produktion bedenkt, okay, der Hörer weiß es noch nicht. Dürfen wir das schon so schlecht rüberbringen oder so? Amateurhaft, sage ich mal. Weiß ich nicht. Also bei mir kam das nicht gut an. Na, aber so, wenn es bei dir nicht gut ankam, dann hast du ja vielleicht schon gedacht, mit der stimmt was. Na, leider, dafür bin ich zu dumm. Also. Das schneide ich. Danke. Ja, dann hört man mich so. Ich würde gerne nur eine Sache sagen. Die machen doch dann diese mit den Streichhölzern. Ja. Streichhölzern. Die Szene ist übrigens im Buch auch schlüssiger, denn Peter ist ja vehement dagegen weiterzumachen bei der Miss Madigan. Ich überbrücke kurz. Ich fand nämlich auch richtig gut, dass Peter dann sagt, ja, ist doch klar, dann geht Justus dahin. Was ich total nachvollziehbar fand in dem Moment. Ja. Im Hörspiel finde ich das gut, dass er das auch sagt. Und da tut mir auch Peter leid, dass dann gesagt wird, nein, wir ziehen Streichhölzer. Moment mal, die Hörer, die jetzt hier zuhören, wissen noch gar nicht, weswegen sie Streichhölzer ziehen. Es geht darum, wer morgen bei der Miss Madigan weitermacht. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Genau. Und da sie sich da unschlüssig sind, wollen sie das über das Los Streichholz entscheiden. Mhm. Ob Peter hat vorher gesagt, na, der Fall ist doch klar, Justus geht dahin, weil er wollte ja den Fall behalten. Aber da macht auch Justus ein bisschen Rückzieher und sagt, nee, ich will lieber, dass wir das auslosen. Im Buch sagt er, er ist raus, weil er besitzt kein Auto und er kommt mit dem Bus nicht nach Malibu. Das heißt, er ist gar nicht in der Lage. Das fände ich viel besser als diese dumme Streichhölzer. Die kommt ja trotzdem vor. Ja, nur da müssen Bob und Peter das Streichholz ziehen, weil er ist sowieso raus. Wobei ich immer noch glaube, er macht das auch, um Peter zu ärgern, als erzieherische Maßnahme. Aber Peter regt sich dann richtig auf im Buch und dann möchte er dann nochmal wissen, warum nicht du? Und dann sagt er, ich habe es dir gerade gesagt, ich besitze kein Auto. Wir müssen jetzt auch sagen, warum fährt da nur einer hin? Weil die anderen beiden sich um den neuen Fall kümmern. Genau. Und an der Stelle hatte ich als Hörer damals schon wieder Angst gehabt, okay, Peter muss also wieder zu der Frau Miss Madigan. Wohin wird jetzt der Hörer mitgenommen? Dürfen wir weiter nach dem scheiß Medaillon suchen? Oder dürfen wir mit Justus und Bob mit endlich zum neuen Fall? Und zum Glück wird ja hier Miss Madigan dann wirklich nicht mehr lange behandelt. Ihr habt Glück, gleich könnt ihr den Podcast alleine machen, weil jetzt enden langsam meine Aufzeichnungen. Es geht doch dann weiter. Ja, der Rest kann ich aus dem Kopf zitieren. Also. Es geht doch dann weiter, dass gesagt wird, Peter fährt hin. Hm. Musik, die Benjamin bestimmt aufgeschrieben hat, wie er sie fand. Ja, richtig gut, weil
Die fahren ja zum Spukhaus und da ist irgendwie so, als ob sie so zweimal so an so eine Gitarre zupfen. So. Und das hat sich mit Kopfhörern richtig gut angehört, richtig unheimlich. Ich mag sowieso diese kurzen Dinger. Das gibt ja auch in den 70er, 80ern Hörspielen von Europa, die auch bei Fünf Freunde auch öfters verwendet wurden. Diese einfach nur wo, dong, dong, kurze Pause, dann wieder dieses dong, genau, dong und dann so, geht's weiter. So, so ungefähr einfach ist es. Und das hat mich halt so an 80er Jahre, nicht so an 90er Jahre, sondern so 80er Jahre so. Das fand ich richtig gut. Was nicht so gut war, da greife ich jetzt kurz vor, dass in der ganzen Szene jetzt, bis da was passiert, fast überhaupt keine Hintergrundgeräusche sind. Es ist wieder so ganz normal, als ob sie nur im Raum sitzen und sprechen. Und man hört, ich glaube, sowas kriegt man eher mit, wenn man es über Kopfhörer hört, fällt es, glaube ich, mehr auf, als wenn man es über Fernseher, das habe ich da echt nicht drauf geachtet. Aber wenn du es sagst, mag es wohl stimmen. Mir fällt eher auf, wenn es gut gemacht ist, als wenn was schlecht gemacht ist. Ich habe halt wirklich diesen Vergleich, so bei den alten, wie viel Hintergrundgeräusche war, wie ich es gelobt habe und so. Und da ist wirklich nur Reden ohne viel. Vor allem so nicht mal so ein bisschen Hallen, altes Haus und keine Ahnung. Na, schon so ein bisschen, aber es fehlt einfach was. Es fehlt was. Man hört mal so wie so ein Keks, da sind wir schon wieder beim Keks. So, aber man hört zu wenig anderes. Ich gebe zu, dass ich da so ein bisschen Betriebsblindheit habe, weil ich habe es auch über Kopfhörer gehört und mich dann mehr auf die Gespräche sogar konzentriert. Ich weiß, dass da im Hintergrund mal eine Uhr schlägt und so alles und dass auch mal eine Diele knarzt. Aber es ist sehr steril gehalten, da gebe ich dir recht. Die Diele war in Wirklichkeit die Regisseure, die nur hinter den lang geschlichen. Jetzt ist mal Justus, der hinten lang schleicht, um die Kekse zu holen. Ja, ganz kurz, ich will das jetzt noch zu Ende bringen. Ganz kurz, vielleicht ist das aber auch unfair von mir, weil vielleicht war auch in dieser Folge davor, die ich gehört habe, einfach nur extrem viel. Ich weiß ja nicht, ob das in den ganzen anderen Folgen auch so viel eigentlich, auf jeden Fall nicht. Ich finde auch die neuen Folgen, so wie diese vom Hintergrundgeräuschen, sehr steril. Die ist wirklich ein bisschen lieblos, möchte ich fast sagen. Wenn ich da an Geisterschoss denke, meiner Lieblingsfolge, dann. Ich finde immer wieder süß, dass du sagst, eine neue Folge. Ja, Entschuldigung. 1997. Aber das ist schon eine nach der Hörspielwende in dieser Reihe, sage ich mal, auf jeden Fall. Da hat sich schon viel verändert und ich sag neuere, weil halt alles anders als die älteren. Ich würde noch ganz kurz sagen, dass, weil Peter ja dann auch zu dem Haus von Mrs. Cartier fährt. So fängt die Folge ja auch, die Szene ja auch an. Er parkt ja hinter dem Auto von Bob. Genau, und es fehlt komplett die Szene in Miss Madigans Haus. Die wird ja nur erzählt. Richtig, im Buch wird die detailliert beschrieben. Die ist wirklich sehr unangenehm, weil die sich richtig beschimpfen und alles. Da gibt es dann nur einen wichtigen, also das ist mir aufgefallen, Aspekt, er streitet sich mit Miss Madigan und die verweist ihm dann des Hauses und dieser Easton ist dann wieder da und kriegt es mit, dass die sich streiten, geht dann Peter sogar noch hinterher und sagt, ist jetzt der Fall Medaillon beendet? Und dann sagt Peter, worauf sie sich verlassen können und dann dreht Peter sich nochmal um, winkt dem Bild der grünen Eisenfrau, zwinker, zwinker, mach's gut, grüne Eisenfrau, wo ich dachte so, oh Gott. Das ist aber schon ganz schön schlecht. Das wäre echt ein Hörspiel, hätte ich hier mich, glaube ich, übergeben. Ja, wie das nochmal unterstrichen wird, dass quasi der Drahtzieher sein Ziel erreicht hat. Ja? Ich muss nämlich sagen, ich finde das eigentlich sehr gut gelöst und sehr genau, gut gespielt. Genau, dass man nicht nochmal da diese Medaillon-Geschichte weiter rumkaut, sondern jetzt endlich mal zu der Poltergeist-Geschichte kommt. Und ich finde auch gut, dass Justus so ein bisschen, man merkt, dass er sauer ist, eigentlich so, dass er jetzt da ist und dass sie sich gestritten haben und dass dann Peter sagt, Peter sagt, ja, wärst du da gewesen, wär's auch so passiert und so. Ich finde das wirklich gut. Übrigens macht generell ab hier, Peter kommt mit dem Auto an, ab hier wird es eine gute Folge. Jetzt kommen wirklich Momente, wo es spannend wird für den Hörer, finde ich. Die Frau erzählt ja von dem Haus. Dann ist ja sind ja da diese verdächtigen Geräusche im ersten Stock. Da kommt übrigens dieser ekelhafte Soundeffekt auch vor, der dieses, jetzt ein paar Mal. Dieses Wabern, ne? Ja, dieses Wabern. Das ist so, weiß ich nicht, Cartoon oder. Wobei, für mich ist es die Rückkehr der Möbelpacker, weil ich höre in diesem Hörspiel immer nur Möbel, die verrückt werden. Und da ist genau dasselbe, wie auf Knopfdruck. Ne? Naja, wir müssen ja mal die unheimlichen Ereignisse mitbekommen. Auf einmal wird die Truhe verschoben. Ja. Wie bestellt. Ja, vorher das Gespräch ist auch merkwürdig, finde ich. Jetzt im Nachhinein hat es vielleicht ein bisschen Sinn, aber dass Justus dann erzählt, er glaubt nicht an Übernatürliches und das könnte was Natürliches sein. Und sie dann sagt,
Stimmt, das könnte sein. Darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen. Da dachte ich so, ja gut. Nicht so ganz. Sie fragt ihn sogar immer wieder, ach, du glaubst, es hat einen irdischen Ursprung? Und das zieht sich übrigens auch durch die ganze Folge. Was aber auch relativ realistisch ist, weil alte Leute glauben dann doch eher an meinetwegen ihren verstorbenen Mann, der da rumgeistert. Jetzt wissen wir ja auch, wer sie ist. Ja, na ja, gut, aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir es ja nicht. Genau, genau. Und da fand ich es ein bisschen... Nee. Aber was mir halt aufgefallen ist, einmal die Miss Madigan sagt zu Justus, was... Du verdächtigst Mr. Easton. Er trifft voll ins Schwarze. Ja. Dann sagt Justus, ich glaube nicht, dass es ein Poltergeist gibt. Das wird ja noch schlimmer in dieser Folge. Ja, also irgendwie, es wird immer wieder darauf hingewiesen, naja, das kann ja nur ein lebendes Objekt gewesen sein. Subjekt, Entschuldigung. Und wie immer wieder dann gesagt wird, was? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jemand Echtes an der Stelle finde ich gut, also Sigourney wird natürlich als erstes verdächtigt und ich finde auch die Fragen aber interessant, die sich damit geben, was hat sie für ein Motiv? Mhm. Da denkt man auch als Hörer, ja, macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dass sie das macht. Und warum macht sie das vor den Detektiven, was auch nachvollziehbar ist? Es wäre doch viel sinnvoller dann, dass die Frau weiter im Dummen gelassen wird und vor den Detektiven keine Beweise oder dass sie halt unglaubwürdig wirkt. Und das finde ich an der Stelle auch wieder gut. Da ist man als Hörer auch erstmal nochmal mit dabei. Ja, jetzt... Entschuldigung, ja, man würde jetzt wieder vorgreifen, dass man ja weiß, warum es vor den Detektiven gemacht wird. Natürlich, ja, aber das, in dem Moment weiß man es ja noch nicht. Darum fragt man sich das auch noch, wenn jemand ihr was Böses will, warum macht man es denn vor den Detektiven, um noch deren Aufmerksamkeit zu erwecken, richtig, was man ja nicht machen würde. Ja, das ist gut. Und das ist in der Stelle wirklich noch spannend. Es wird auch endlich mal ermittelt. Ja. Obwohl die Geräusche, muss ich jetzt dazu sagen, leicht übertrieben sind. Das hört sich an, als ob das Haus komplett einstürzt. Als wenn das Haus komplett verschoben wird. Und da finde ich immer die Frage witzig, haben Sie das auch gehört? Das wird ja später noch besser. Das wird noch besser. Haben Sie das auch gehört? Und sie sagt nein, da würde ich jetzt als Reaktiv... Also... Und da hätte ich als Detektiv gesagt, können wir die Folge hier mal kurz abbrechen? Nee, besser. Wir müssen mal kurz reden. Ich glaube, Baby hätte gesagt, haben Sie das auch gehört? Nein? Ah. Das ist ja merkwürdig. Und der hätte dann so, Justus, wo ist die Keksdose? Aber es wird ja noch besser. Thomas hat recht. Ja. Es wird noch besser. Stimmt, darauf kommen wir später. So. Meine Aufzeichnungen sind zu Ende. Ihr müsst jetzt weitermachen. Ich glaube, die gehen jetzt nach oben, um rauszufinden, was das war. Genau. Und dann, lustig finde ich auch, die bewegen dann die Truhe und Bob soll runtergehen und hören, ob es das Geräusch war. Wie er so reinkommt, so, es ist exakt das gleiche Geräusch. Aber exakt wie selbstsicher er reinkommt, oder? Als hätte er den Fall gerade gelöst. Es ist exakt das gleiche Geräusch. Genau, dann haben sie die Truhe... Die wird noch untersucht, auf Fingerabdrücke. Die wird noch untersucht, aber es sind leider nur Handflächen zu erkennen. Aber es kommt ja eigentlich später. Genau, es sind keine Fingerabdrücke, sondern die Handflächen zu erkennen. Warte, die Szene mit dem Tisch kommt doch jetzt eigentlich. Nein, das kommt. Die fahren erst nochmal. Nee, Justus sagt, sie würden sich gerne mal in der Nacht davon selber überzeugen. Ah, sie kommen dann zurück und dann sind sie beim Abendessen Denn sie sagt doch, die meisten Vorfälle sind in der Nacht, wenn die Sigourney nicht mehr da ist. Dann sagt Justus, wäre ja cool, wenn wir uns selber davon überzeugen könnten. Cool, sagt er nicht. Und dann sagt sie, ja, kein Problem, ihr könnt doch hier schlafen. Und dann gehen sie raus, stehen vor dem Haus. Und dann kommt ja Justus nochmal auf die Sache zu sprechen mit der Miss Madigan. Sag mal, was war denn da eigentlich los, Peter? Dass er dann nochmal schildert, wie sie sich daneben benommen hat. Und da fand ich dann Justus aber, der sonst immer ihn nur kritisiert, dass er schon so seufzend, aber einlenkend sagt, ach Mensch, das hättest du nicht tun sollen. So, er meckert nicht mit ihm, sagt so, stimmt, das finde ich auch ein bisschen sympathisch an der Stelle, weil er einfach auch mit der alten Frau wahrscheinlich so ein bisschen Mitleid hat und denkt so an sich, Mensch, wir sind doch die Detektive, wir wollen doch helfen. Genau. Und warum streitest du dich jetzt? Ich war nicht dabei, was vielleicht, weil Peter ja auch vorher schon aufgebracht war, Justus bestimmt im Hinterkopf auch noch, Mensch, bestimmt hat sich Peter zu schnell aufgeregt und wollte da eigentlich nur weg. Da habe ich auch schon so damals schon dran gedacht, dass okay, hat dann ein schlechtes Gefühl bei der Sache, die sie damit alleine zu lassen. Ja. Und Justus gibt ja das dann auf, dass er denkt, ach scheiße, wir haben einen Ruf zu verlieren, aber er kann es jetzt nicht mehr ändern. Der erste Fall, den wir nicht klären können, er ist damit sehr unzufrieden. Und der feige Bob von vorhin, ich enthalte mich, der dann nochmal sagt, ah, ist doch gut so, der Fall war sowieso schrecklich. Ja, von wegen, er enthält sich. Ja, genau. Jetzt wird gefisst bis zum Unterarm. Wirklich, Dann fahren sie nach Hause und dann wieder... um nochmal darauf zurückzukommen. Sie fahren von Santa Barbara zurück nach Rocky Beach und sind innerhalb von einer Stunde wieder da. Der Erzähler sagt, eine Stunde später klingeln sie an, macht sie schon die Tür auf. Wo ich dachte,
Wie schnell sind die? Ja, das ist für mich, genau, das holt mich immer raus. Sie können ja auch sagen, 2 Stunden weniger. Ja, oder wenige Stunden später. Ja, genau. So, aber eine Stunde denke ich immer so, okay, ihr seid jetzt nach Hause gerannt. Wobei, das ist jetzt unwichtig, aber mir ist es aufgefallen, als Peter hinfährt, wird er gesagt, Bobs gelber Käfer steht vor der Tür und Peter ist auch mit seinem Auto gekommen. Ne? Ja. Und dann sagt er, komm, wir fahren los. Fahren Sie jetzt mit 2 oder so mit einem? Na, ich ist das jetzt wichtig? Für mich schon. Okay. Ich höre nur ein Auto, das losfährt. Gut. Okay. Das ist jetzt richtig Pfennigfuchserei. Das passiert, wenn man seine Aufzeichnung nicht ordentlich zu Ende gemacht hat. Das hätte ich mir aufgeschrieben. Ja. Jetzt sind Sie zurück dann bei Cartier. Ja. Ja. Und ich habe hier aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, was ich da aufgeschrieben habe. Da steht, erklärt Streit mit Tante. Was für ein Streit? Das war doch gerade, dass sie nochmal vor dem Haus von Frau Cartier erklärt, warum er sich mit der Frau Madigan gestritten hat und da den Fall nicht weiter bearbeitet hat. Gut. Du hast gerade überhaupt nicht zugehört, oder? Nee. Aber wenn ich darüber rede, fahren sie mit einmal mit 2 Autos, da hörst du zu. Ja, jedenfalls sind sie jetzt bei Cartier. Sind ja zurück, genau. Und sie fragen dann auch mal so, wie sie eigentlich auf die 3 Fragezeichen gekommen sind. Richtig. Und jetzt kommt Wissen, das du nicht hast. Denn es wird gesagt, eine alte Bekannte, eine Mrs. Smith. Mrs. Smith, schreiender Wecker. Richtig. Hörspielfolge 12. Seltsamer Wecker. Ja, sie sagen aber schreiender Wecker in dem Hörspiel. Es wird aber gemeint, die Folge der seltsame Wecker, wo ein gewisser Eugenie auch auftaucht. Übrigens eine Folge von den alten Klassikern, die ich nie wirklich gemocht habe. Schreiender Wecker. Beziehungsweise ich nur so die erste Hälfte weiß und immer die Auflösung vergesse. Ich weiß nicht, warum Eugenie plötzlich am Ende auftaucht. Ich hab die Folge so lange nicht mehr gehört, kann ich dir auch nicht sagen. Reden wir drüber, wenn es hier im Podcast eine Folge wird. Die 3 Fragezeichen haben sich dann kurz noch auf dem Weg zurück oder dahin, je nachdem, besprochen. Nein, Kekse gekauft. Nein, dass Sigourney ja wahrscheinlich die Verantwortliche ist für den ganzen Lärm. Sie ist auf jeden Fall immer noch die Verdächtige. Genau. Und das erzählen sie und die Cartier verneint das aber, sie glaubt das nicht. Mhm. Genau, dann geht es nämlich wieder los mit diesem, wie kommt ihr denn darauf? Ja, genau. Wieder so dieses so, es kann doch wirklich was Übernatürliches sein. Genau, verneint sie das wieder komplett. Dann sitzen sie am Tisch, jetzt kommt meine Lieblingsszene. Und ich habe jetzt aufgeschrieben, witzig, wie ich es aufgeschrieben habe, weil wenn man das hört, ich habe aufgeschrieben, Tisch bewegt sich. Ja. Es hört sich klingt an, aber als ob der Tisch durch den Raum geschmissen wird und alle Möbel hinterher. Und es klingt lebensgefährlich, sagen wir mal so. Also das, manchmal haben sie gar keine Soundeffekte, manchmal übertreiben sie es aber auch leicht in dieser Folge. Weil die Cartier fragt dann nach dieser Szene, haben sie das auch gesehen? Nee, sie sagt sogar, ihr habt das doch auch gesehen, oder? Und die sind voller Kaffee und voller Wurst. Nee, ich hab nichts gesehen. Ich würde so gerne dieses... Meint ihr, wir können dieses Geräusch reinschneiden, damit die mal die Hörer dieses Geräusch hören? Und dann diese Frage, sie haben das doch auch gesehen. Ich frag mal kurz den Typen, der die Postproduktion macht. Doch, wir können doch bestimmt dieses Geräusch einspielen. Nur dieses Geräusch. Gut, das wird Thomas später entscheiden. Lass uns noch in der Folge bleiben. Es kommt aber auch wieder diese schreckliche, wabernde Musik noch dazu. Ja, genau. Ja? Und das ist immer so, was denkt man so, soll das jetzt ein eingespielter Musikfall sein oder gehört das zu der Spukerei? Weil wenn so ein Geräusch dann noch kommt, dann klingt es schon entweder gestellt, dass da jemand noch mit Soundeffekten arbeitet. Also, ich weiß. Aber wir sind ja zu zweit. Vielleicht hat jemand ein Gerät in der Hand und spielt. Ja. Und ich weiß, wir greifen gerne vor. Ich möchte es an dieser Stelle erwähnen, weil nachher, wenn die Auflösung kommt, werde ich es wieder vergessen. Das macht sie ja nur, weil die Jungs sich so auf die Sigourney eingeschossen haben. Und Sigourney ist ja in dem Moment nicht in dem Raum. Und dann denkt sie, ich muss die Jungs überzeugen, dass Poltergeist ist. Oh, habt ihr das gesehen? Und fängt an, die haben eine spontane Idee. Ja, das ist ja wirklich spontan. Ne? Vor allem, dass es auch funktioniert. Für die alte Frau. Ja? Vor allem muss die auch gedacht, Gott, sind die blöd. Das hat funktioniert. Jetzt kann man es ja verraten. Jetzt sagt ihr so viel. Also tut mir leid. Selber mit ihren Beinen gemacht. Genau. Und jetzt muss man sich mal überlegen, bei diesem Geräusch, wie sie mit ihren Beinen gegen den Tisch geschlagen. Nee. Wenn man schon auf mit den Knien, angenommen ist ein sehr niedriger Tisch, auf Tischkantenhöhe ist, dann brauchst du wirklich die Beine nur hoch und runter und das ist der Tisch halt. Hör dir doch mal dieses. Aber das sieht man doch. Ja, natürlich sieht man das. Das sollte man auch sehen. Dass sie das natürlich noch fragt, ist natürlich, darfst du nicht vergessen, ist die Schauspieler da ja auch. Weil sie macht denen ja was vor. Deswegen überlegt sie auch nicht so richtig, was sie sagt. Oder genau das Gegenteil. Sie überlegt halt, was sie sagt. Sie sagt, das habt ihr doch auch gesehen, oder? Habt ihr das gesehen? Nein, dann muss ich es normal machen.
Viel witziger finde ich, wie Justus dann reagiert, dann wie sie sofort den Tisch weg durch den Raum schmeißen und gucken, ob da irgendwelche bewegliche Bodenplatten sind. Es klingt auch so, als wenn sie die Frau mit dem Stuhl zur Seite schmeißen. Und ja. So dieses überambitionierte, oh, sofort gucken, untersuchen. Also da finde ich die so schrecklich. Wie und dann hat ja Peter noch, oder irgendeiner, ich glaube Bob oder Peter, hat ja noch die Idee, ja, vielleicht ein Magnet, der auf dem metallischen Kern des Tisches reagiert. Ich bin so dankbar, dass Justus in dem Moment sagt, nein, da würde ihn aber nur leicht bewegen. Eigentlich würde ich sagen, okay, Bob, alles klar. Dafür guckt Justus nach, ob ein Apparat unterm Tisch ist. Das ist doch ja, so ein großer, mit zwei Hebeln. Und es hat Mrs. Katrin nicht gesehen. Also irgendwie dieses überambitionierte Moment, ja? Ja. Irgendwie, vielleicht steht das Haus auf einer Hydraulikpresse, keine Ahnung. Ne? Ja. Und die Mühe macht sich einer nur, um eine Frau ein bisschen zu erschrecken. Okay, jetzt kommen wir zur ersten Nacht. Es wird dann auch jetzt noch Moment. Bunter. Erstmal fangen sie an, Haare an die Tür zu kleben, ja, bevor sie schlafen gehen, um zu gucken, ob die Türen geöffnet werden. Ja. Habt ihr das als Kind früher auch gemacht? Nein, ich habe einen Tesafilm benutzt. Und übrigens kommt es jetzt mit der Kreide am Tisch und jetzt mit den Hand, mit den Hand. Was haben sie mit der Kreide noch? Ach, jetzt kommt es das ja. Mit dem Pulver. Das genau, das machen sie erst. Die Handflächen, genau. Ja, genau. Genau, weil sie ja erst ihre Ausrüstung holen mussten, hatten sie ja noch nicht vor Ort. Genau, so. Da sehen sie jetzt, da sind Handabdrücke drauf, keine Fingerabdrücke. Das danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich schneid's raus. Ja. Und sie fangen an. Also sie geht jetzt ins Wartezimmer. Quatsch, sie warten im Gästezimmer. Hier, Detektive, die wir bescheißen wollen, die warten hier immer in dem Wartezimmer. Bitte eine Nummer ziehen. Ja. So was schneidest du bestimmt nicht raus. Nein, das war ein guter Gag für Olli. Ja. Sie warten im Gästezimmer und da ist es zuerst ganz ruhig. Und jetzt fangen sie aber an, Geräusche im Gang zu hören. Nee. Du bist sie sitzen im Gästezimmer und dann merken sie, dass Sigourney den Gang lang läuft und die wird dann erstmal beschattet. Nee, sie hören ja erst die Geräusche. Es wäre ja Quatsch. Er hat ja recht, die hören Geräusche. Es wäre ja Quatsch. Sie sehen die Frau und dann, ich höre Geräusche. Die gucken aber. Ich sehe Geräusche. Okay. Dann beschließen sie, dass Peter hinterherfährt und sie beschattet. Genau, aber es wird nichts Besonderes ermittelt, außer dass sie offensichtlich einen Hotelbesuch macht, dort in den zweiten Stock fährt. Ansonsten hat Peter dann noch abgebrochen und hat sie auch nicht wieder rauskommen sehen und ist wieder zurück. Aber das hast du ja schnell erzählt. Ja, das war sehr unspannend. Oder? Ich finde, an der Szene stört mich schon wieder. Weißt du, sie brauchen 20 Minuten, um von der L.A. nach New York zu fahren. Aber nach 2 Stunden kommt er wieder. Ja, ich habe abgebrochen, weil da ist ja nichts mehr passiert. Warum wartet er denn nicht, bis sie wiederkommt? Er ist ein Detektiv, wenn er sich da die Nacht um die Ohren schlagen muss. Na gut, es sind jetzt nicht so eine Detektive, die doch, sind sie. Na, jetzt wird es aber noch besser, finde ich. Dafür, dass er diesmal 2 Stunden weg war, war diese Szene, also das war so in 5 Sekunden abgehakt. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, er ist, also ich habe mich gewundert, vorhin das Timing war auch gut, weil die Mrs. Cartier hat ja nicht mitbekommen, dass er weggefahren ist. Sollte sie zumindest nicht. Wird hier nicht erwähnt. Und dann fragt Bob so, was ist hier so passiert? Hier war gar nichts los. Und 2 Minuten, nachdem Peter wieder da war, geht die Party los. Aber nicht bevor Bob, Peter und Justus noch erklären muss, was ein Poltergeist ist. Das mochte ich. Das mochte ich überhaupt doch, nicht. Doch, ich mag das, weil das ein bisschen was Unheimliches hatte. Er erzählt es mir zu cool, der Sprecher von Bob. Okay. Aber ich mag, dass das kurz eingebunden wird. Also ich wusste damals schon, was ein Poltergeist ist. Schön fand ich, dass der Film ganz kurz erwähnt wurde, weil den kannte ich damals auch schon. Den fand ich sehr gut. Aber ich fand es sehr, sehr suspekt, dass Bob dort erklären muss, was ein Poltergeist ist und Peter davon noch nie was gehört hat. Und es wurde ja gesagt, dass der Poltergeist-Film nichts mit einem Poltergeist zu tun hat. Und warum, würdest du es jetzt auflösen? Was ist ein Poltergeist? Ein Poltergeist ist eigentlich nur Energie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Das sind natürliche Kräfte. Telekinese hat er das da genannt. Das sind aber unnatürliche Kräfte eigentlich, die man... Nee. Ja, es geht darum, dass ein Poltergeist eigentlich einem menschlichen Individuum keinen Schaden zufügt. Das heißt, du wirst dadurch nicht verletzt, sondern es wären dann wirklich nur so Klopfgeräusche oder... Stimmt, das war beim Film ja definitiv nicht so. Na, es wird gesagt, dass es, also ich habe so verstanden, dass es natürliche Sachen sind, die halt nur noch nicht erforscht sind. Also kann man so stehen lassen. Jetzt rege ich mich darüber auf, dass Bob das erklärt hat, musste ich mir gerade selber erklären lassen. Kannst du das bitte komplett rausschneiden? Nein, ich finde, das sagt eine Menge über dich aus. Darum ja, kannst du das bitte komplett rausschneiden? Vor allem hat jeder jetzt eine andere Meinung, was eigentlich ja. Ich würde sagen, wir überspringen diese peinliche Stelle einfach mal. Best wäre, wir hören uns die nachher nochmal an, damit wir wissen, was ein Poltergeist ist. Genau. Aber dann geht es tatsächlich auch schon los mit einem Haufen Geräuschen aus dem Zimmer von Mrs. Cartier, die auch um Hilfe schreit dabei. Ja, ganz merkwürdig.
um nochmal auf die Aufklärung zurückzugreifen, die Vorstellung, dass sie da in dem Zimmer steht, weil sie hat ja wahrscheinlich schon alles vorbereitet, die Schränke und alles runtergeschmissen und jetzt muss sie die ja bloß noch holen und rüttelt wahrscheinlich an einem Schrank da rum und schreit dabei um Hilfe, damit die kommen. Na gut, aber das dadurch, dass man das nicht weiß... Genau, in dem Moment ist das, ich sag ja, von dem Moment, wo ich vorhin gesagt habe, wo Peter an dem Haus ankommt, bis jetzt ist das wirklich eine spannende Folge. Also diese Minuten, die jetzt vergangen sind, da hat man Spaß an der Folge. Man musste ja nur 35 Minuten warten. Man musste nur, 25 Hast Minuten. Hast du die ganze Zeit mit einer Stoppuhr oder nicht? Nein, ich habe an diesen zwei Stellen. Einmal habe ich geguckt, sag mal, wie lange läuft die Folge jetzt eigentlich schon? Immer noch kein Poltergeist, da war ich bei 20 Minuten. Und dann wollte ich sagen, jetzt guckst du auch mal, wann der Poltergeist zum ersten Mal oder diese Geschichte zum ersten Mal vorkommt. Und jetzt kommt unsere Lieblingsstelle, oder? Moment, ich möchte kurz bei Ollis Worten hier mit eingreifen. Und zwar war das dann bei mir auch so, da ich mir so dachte, diese Medaillon-Geschichte und was war, ach, der Einbruch, was soll dieser Scheiß? Genau, Ich dachte so, die ganze Zeit, als ich das jetzt hier noch so weitergehört habe, dachte ich mir so, jetzt haben sie wirklich zwei Sachen eingebaut, nur so um die Leute so zu unterhalten. Weil die Geschichte mit dem Poltergeist zu kurz war? Ja, oder? Genau, das habe ich mir die ganze Zeit überlegt. In dem Moment denkt man das wirklich, ja. Du hast ja keinen Zusammenhang gesehen, du dachtest, okay, es sind jetzt mehrere Fälle in einem. Null Zusammenhang. Ich dachte einfach so, das sollte mal zeigen, so dass die Detektive nicht immer Glück haben und so. Und aber warum sollte man so eine Folge produzieren? Ja, das habe ich mich gefragt. Der Freizeit und der verschenkte Tag. Du willst mir doch nicht sagen, dass du als Kind dachtest, dass das jetzt nochmal darauf zurückkommt. Ich habe bestimmt schon damals gewusst, dass das alles miteinander verwoben ist, die Handlungsstränge. Na, da ich bin in dem Moment, also ich muss zugeben, da war ich zu dumm für damals, bin ich von den Geschichten definitiv abgekommen. Ihr könnt mir das heute das Gegenteil beweisen, dass das überhaupt nicht richtig ist. Das mit dem Kunstraub, also mit dem Medaillon vielleicht, aber Kunstraub war schon so weit weg. Ich wusste damals schon, bei 3 Fragezeichen wird nichts umsonst erwähnt, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Mit 6. Die Folge habe ich 1997 als Buch gelesen, da war ich 15. Achso, okay. Mann. Dann nehme ich alles zurück. Danke. Das ist auch gerade so toxische Stimmung hier. Ja, die Folge färbt ab. Ja. Sie gelangen dann irgendwann in den Raum hinein. Warum eigentlich? Schließt sie die Tür vor, brechen sie... Ah nee, Peter macht die auf, ne, mit seinen Instrumenten. Mit seinem Dietrich. Stimmt, aber ich habe auch jetzt nicht auf dem Schirm, wie die da reinkommen. Nee, ganz schlecht. Nein, sie der Schlüssel auf den Schlüssel. Nein, das ist abgeschlossen. Der Raum. Der Raum ist abgeschlossen. Dann sagt Justus oder Bob, einer von beiden, irgendwann, Peter, jetzt mach doch mal auf. Und dann hörst du ihn wieder nur so rumnesteln. Und dann, ja doch, fand ich auch ganz schlecht gemacht. So irgendwie, Und Bambi würde wahrscheinlich so, jetzt mach endlich. Oder? Und dann, gib her, ich mach's selber. Ja. Mir ist es zu ruhig. So, und dann kommen sie rein und die sitzt mit umklammerten Knien auf dem Boden, schaukelt so hin und her katatonisch. Sie erzählt, der Schlüssel ist weggeflogen. Vor ihren Augen aus dem Schloss und das Bett. Also sie macht sich da richtig komische Gedanken. Finde, genau, weil die Auflösung haben wir ja schon. Wie hat sie eigentlich gedacht, sollen die Detektive da reinkommen? Dann überlasse ich denen mal, wie die hier reinkommen? Habe ich auch überlegt, ob sie irgendwann dann aufsteht und Der Schlüssel ist wieder zurückgeflogen. Dann sagt sie, alles wieder gut. Ja gut, jetzt kann sie auch dran denken, könnte man ja auch denken, sie ist in Lebensgefahr, sie treten die Tür ein. Ja gut, also da hat man schon recht, sie wird schon sagen, na irgendwie werden die ja schon reinkommen, nur ob sie jetzt Interesse daran hat, dass ihre schönen Türen da eingetreten werden. Und jetzt kommt meine Lieblingsszene. Auch frag. Und ich glaube, Benjamin wird wissen, was ich sage. Wir waren doch eben bei, haben Sie das gesehen? Mit dem Tisch. So, und dann beschreibt sie, was alles passiert ist. Ja. Die Wände haben sich bewegt, der Schlüssel ist aus dem Schloss und das Bett. Die Kommode. Die Kommode hat sie verschoben. Sie schreit um Hilfe und dann sagt Bob, haben Sie noch was gesehen? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und sie sagt, das reicht ja wohl. Ich gebe mir hier so eine Mühe und ihr wollt noch mehr? Nein. Vor allem, das ist fast ein bisschen realistisch, dass sie wirklich sagt, verdammt, ich gebe mir Mühe und es reicht denen immer noch nicht, dass die mir glauben, dass hier was nicht stimmt. Sie hat so ein fettes Drehbuch unter Bett, wie sie diese Szene und denkt, was ist das? Und sie guckt nochmal, nee, das war wirklich alles. Was ist er für ein Idiot? Ja. Und dann hat sie natürlich großes Glück, dass dieser blöde Peter sich noch eine Hand im Fenster einbildet, wo man wieder als Zuhörer denkt, obwohl Justus ja gleich sagt, oder den Verdacht gleich hat, das hast du dir bestimmt eingebildet, denkt man natürlich als Hörer, oh, wenn das jetzt war, wie kommt jetzt die Hand da zustande und da kommt noch mehr und keine Ahnung da. Also mal als Hörer kauft man das der Geschichte noch ab, dass da wirklich eine Hand war, wo man dann am hinten raus oft bei der genauen Auflösung, wo er noch drauf zurückkommt, doch ein bisschen enttäuscht wird. Was aber auch lustig war, ich meine, das ganze Zimmer ist ein Trümmerfeld und Justus muss es natürlich erwähnen, sogar die Ahnentafel ist von der Wand gefallen. Das ist wichtig. Ja, es ist wichtig für die Geschichte, aber ich finde immer diese Bemerkungen lustig, da ist alles Kriegsgebiet. Ja. Was ich eben zu ihm gesagt habe, in 3 Fragezeichen wird nichts umsonst erwähnt.
Ja, ich weiß. Es ist nicht nur die Hand am Fenster, sondern die Tür macht auch noch Geräusche. Genau, die Tür knallt zu. Oder knallt die zu? Die Tür knallt auf einmal zu, wo Justus aber auch gleich sagt, es wird wahrscheinlich der Zug hier gewesen sein, weil das Fenster offen war. Und ich habe geschrieben, lustiger 80er-Jahres-Sound. Leider weiß ich nicht mehr, was da für ein Sound wahrscheinlich gemacht. Meinst du den Türknall? Nein, das muss irgendein anderes Geräusch gewesen sein. Weil der Türknall erschreckt man auch ein bisschen. Ich finde überhaupt die Dramatologie dieser Szenen sehr gut gemacht, weil man ist ein bisschen... Ja. Also, das Hörspiel ist hier auf dem Höhepunkt. Übrigens habe ich was vergessen. Zwar, ich muss noch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Und zwar, wo sie in dem Zimmer waren. Kurz bevor es bei Mrs. Cartier losgeht. Oder kurz bevor Peter die Sigourney dort beschattet. Flüstern die ja in dem Zimmer. Und das ist wirklich das erste Mal, wo ich mich erinnern kann, dass in dem Hörspiel wirklich, wirklich geflüstert wird. Ansonsten wird halt leise gesprochen oder ein bisschen zurückhaltend gesprochen. Dem Hörer wird aber suggeriert, ja, es wird gerade geflüstert, aber hier wird wirklich geflüstert. Und an dieser Stelle merkt man auch, warum das im Hörspiel nicht so oft gemacht wird, weil man echt kaum was versteht an diesen Stellen. Man muss sich echt anstrengen, um da was zu verstehen. Ich hätte mir gewünscht, in der Szene, wo Peter bei Miss Cartier klingelt und die anderen aufklärt, dass er bei Mrs. Madigan jetzt wutentbrannt abgehauen ist, dass er da geflüstert hätte. Weil so wie er über die Alte ablästert, kriegt ja die andere das alles mit. Das ist gut. Wenn so die Neue, sie hat so Detektive beauftragt und bevor die reinkommt, wird sie morgen, oh ja, diese blöde Kuh, die ist hier, keine Ahnung, ich hab den Fall abgebrochen, ey, alles scheiße. Hier ist unsere Karte. Ja, hier ist unsere Karte. Die freundlichen Detektive. Ich habe sie über Kopfhörer gehört und ich habe alles verstanden. Über Kopfhörer, also wenn du aber. Vielleicht liegt es daran. Das kann gut sein. Also ich hatte auch bei Fernseher, der ein bisschen von mir entfernt ist, hatte ich echt dort Probleme, alles zu verstehen. Generell muss ich sagen, dass die Folge sehr leise aufgenommen war auf YouTube und einmal kam, ich weiß nicht warum, Werbung mit Olaf Schubert oder wie der heißt. Dieser mit dem Polunder? Ja, ich hatte fast Tränen in den Augen, weil das so laut war. Okay. Ich dachte, weil es lustig war. Ja, wirklich ein bisschen lustig. Wirklich. Denn die hatte Tränen in den Ohren. Und hier habe ich sogar notiert, bis hier alles gut. Also in dieser Stelle war die Folge wirklich gut. Also von dem Punkt, wo Peter dort ankommt, bis zu dieser Stelle mit der Ahnentafel oder mit dem Tumult in ihrem Zimmer, ist wirklich die Folge gut. Genau, sie suchen noch nach Spuren, genau, finden aber nichts. Auch dann, die Klebefallen sind alle noch unbeschädigt. Genau, alles, die Haare sind noch dran. So, und nächster Tag, der fängt an und sie frühstücken. Und ab da, sieht man auch schon an meinen Punkten, wird die Folge so... Also, jetzt kommt das Schlechteste, was ich jemals bei 3 Fragezeichen höre. Das Frühstück. Das ist schon einfach... Mit der Tasse, mit der fliegenden Tasse, also kurz für den Hörer zur Erklärung, sie sitzen beim Frühstück am nächsten Tag, sind noch ganz paralysiert von den Fällen in der Nacht. Nee, sie sind nur am Stopfen. Na gut, sie fressen. Ich stimme, das Essen ist super. Ich lieg schon wieder. Nom. Weil da sind schon wieder so eine Gespräche, so... Ich fühle mich wie Gott in Frankreich, genau. Und warum sagt er das? Nee, warum er es sagt, weil er sich wohlfühlt. Aber warum ist es für Justus wichtig, kommt er später. Es wird wieder nicht umsonst damit, aber ich finde, dass Justus das schlecht sagt. Ja. Er sagt so, was hast du gesagt, Peter? Und nicht so dieses so, was hast du gerade gesagt? Und oder hier, was war das? Ja, das wirkt so falsch abgelesen. Ja. Aber egal. Also wir sind beim Frühstücken, erzählen ein bisschen was und dann kommt eine Tasse geflogen. Genau, die fliegt an die Wand und verfehlt wohl... Justus, oder? Justus verfehlt ihn fast, das heißt, sie trifft ihn. Und das ist die Szene, die du mir immer wieder vorhältst, wie schlecht es mit der Tasse ist. Ja, immer wieder, wenn wir diese Folge gesprochen haben. Ich? Ja, hast du gesagt, da wird eine Tasse geworfen, oh, toller Poltergeist. Oh, komisch, heute kamen sie mir gut vor. Ja. Die Szene, wenn sie passiert, ist gut. Ja. So, weil man sich denkt, oh, wie passiert das oder was ist da los? Ja. Dann sprechen die darüber, die Frau Cartier sagt, sie will sich andere Leute holen. Genau, vielleicht seid ihr ein bisschen überfordert, die denkt, glaubt weiterhin oder möchte den 3 Fragezeichen weiterhin verkaufen, dass er an was Übernatürliches glaubt und den Fall abgemischt. Ab hier stürzt die Folge wieder komplett ab. Denn jetzt treffen sie sich in der Zentrale und Justus sagt, er hat die Lösung und jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Folge. Okay, ich möchte es kurz umreißen. Also sie setzt, er hat die Lösung. Seine beiden Kollegen natürlich komplett verwundert. Was, du hast die Lösung? Keine Ahnung. Setzt euch doch mal, Kollegen. Dann setzen sie sich in der Zentrale. Das möchte ich hier nochmal betonen. In der Zentrale, weil wir kommen gleich nochmal zum Thema Geräusche. In der Zentrale setzen sie sich an den Tisch und dann ahmt Justus diesen Trick mit den Beinen nach. Dann hört man so, wie Justus macht, oh, oh. Und die beiden Kollegen fangen natürlich an zu lachen, weil die sagen, ja, Justus, ist klar, du bewegst den Tisch mit deinen Beinen. Und dieses Geräusch ist auch, als hätten sie in der Zentrale einen frisch gedeckten Kaffeetisch. Weil man hört Geschirr klimpern, es klingt eigentlich genauso wie in dem Haus. Das fand ich bemerkenswert. Und dann ist natürlich
damit hat er natürlich seinen Kollegen gezeigt, guck mal, so hat die das gemacht. Die sind natürlich noch ungläubig. Und Thomas erzählt an der Stelle mal weiter, weil er winkt hier schon ab. Ich wollte nur zwei Sachen dazu sagen. Erstens, nochmal zu toxisch. Da finde ich Peters Reaktion sehr sympathisch, weil die lachen doch beide. Sehr witzig und so. Er guckt doch und dann so, das bist doch du. Im Buch ist er wieder sehr... Was soll denn das? Was machst du da? So richtig, richtig. Das hätte ich wieder besser eigentlich, weil Peter ist schon so genervt von dieser Scheiße. Und da sind sie halt sehr überamüsiert. Und diese Reaktion wäre so gut. Ja. Was soll denn die Scheiße? Am Tisch und er denkt sich so, was machst du für eine Scheiße? Finde ich viel besser, als sich darüber lustig zu machen. Ja. Ins Gesicht schlägt. Ja. So, jetzt reicht's, ich kann das nicht mehr ertragen. Und ist ja toll, du hast die Lösung. Toll. Ich glaube, es ist euch nicht aufgefallen, wenn Justus in die Zentrale kommt und den anderen die Lösung zu präsentieren. Danke. Mhm. Habt ihr das Geräusch gehört, was er macht? Nee. Er kommt so in die Zentrale. Wo ich denke, wie fett ist er denn? Dass er nicht durch die Tür passt oder was? Stimmt, er macht wirklich das Geräusch. Ich habe mich mir nicht aufgefallen. Was ist das eigentlich? Ja, wirklich so, die Tür geht auf. Justus! Das soll sein, weil er so dick ist oder was? Weil es ihn anstrengt, durch die Tür zu laufen. Hier sei noch zu bemerken, dass auch Justus klärt, glaube ich, da auch schon die Zusammenhänge auf, wo ich mich echt frage, woher er das auf einmal alles weiß. Er war auch schon bei der alten Frau wieder, hat geprüft, ob das Bild echt ist oder nicht echt. Also kurz zur Aufklärung, Eugene hat jemanden beauftragt, dieses Bild zu stehlen, war auch für den Wasserschaden verantwortlich. Ich will es nur umreißen, ganz gleich. Wir kommen zu den Einzelheiten gleich. Ja, ja. Und das Bild musste versteckt werden und da diese Frau Medaillon oder wie die heißt, eine Kopie an der Wand hatte. Achso, nee, Blödsinn. Medigan. Eine Kopie an der Wand hatte. Eine Reproduktion. Kopie. Haben sie dieses Bild dann einfach die Kopie verschwinden lassen und das Original dort hingehangen. Und als natürlich die Detektive dort nach dem Medaillon suchten, wurde natürlich der Herr, wie heißt der Mitbewohner nochmal? Easton. Der natürlich der Komplize von Eugene war, wurde natürlich nervös und musste die drei Detektive ablenken und hat somit den Fall mit der Mrs. Cartier inszeniert, mit dem Poltergeist. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, wird fast alles so schnell aufgelöst und erklärt, wie ich es gerade gemacht habe. Du reißt es gerade nur an, die Lösung. Ich reiße die Lösung nur an. Ja. Die Szene mit Eugene, die spottet wirklich jeder beschreibt. Ich habe dazu ein paar Fragen. Ja. Erstens, woher weiß Justus, dass er im Hotel Savoy ist? Wie hat er das rausgefunden? Hat er einfach da angerufen? Na, vor allem, er sagt ja nur, ich weiß, dass Eugene in der Stadt ist. Vorher, das hat er gesagt. Nein, er sagt, er ist in der Stadt, er residiert im Hotel Savoy und Peter sagt, da war ich doch gestern Abend und hab Sigourney da reingehen sehen. Vielleicht, da kann man aber sagen, dass Justus, vielleicht ist ja doch ein etwas helles Köpfchen, dass wir gedacht haben, okay, wenn da schon Zusammenhang besteht, dann frage ich doch mal im Hotel nach, wo die Sigourney war, ob da irgendeiner residiert, den wir kennen. Okay. Eugene ist ein international gesuchter Bilderdieb. Die Polizei kriegt das nicht hin, aber Justus ruft einmal da an. Und jetzt frage ich mich, Eugene, ist er wirklich so dumm und lockt sich, sag ich schon, schreibt sich in das Hotel mit seinem richtigen Namen ein, dass Justus da nur anrufen muss? Und fragt nach. Jetzt residiert bei Ihnen ein Herr Eugene. Ja, ganz netter Franzose, oben im ersten Stock. Im dritten, keine Ahnung. Er trägt immer Bilder mit sich. Ich habe mich schon gewundert. So, das finde ich schon mal dumm. Okay, vielleicht um des lieben Friedens willen hat Justus angerufen und hat gesagt, vielleicht residiert bei Ihnen ein Mann, der so und so aussieht. Er beschreibt ihn und dann wurde gesagt, ja, so einer ist. Genau. Aber darf man eigentlich, ich denke immer, Hotels sind auch nicht dazu verpflichtet. Hier darf man der künstlerischen Freiheit der Geschichte ein bisschen freien Lauf. Dann wünsche ich mir aber die Erklärung. Ich mir eigentlich. Zumindest könnte man auch sagen, ich bin Eugene begegnet und habe ihn verfolgt, wie er in dieses Hotel gegangen ist. Ja, irgendwas, um das nur, weil so ist Justus schon wieder so ein Übermensch und ich weiß auch, wo er ist. Ja, vor allem, generell ist es so, dass diese ganze Sache, die ich gerade erklärt habe, hat Justus, wie hat er das mit dem Domino-Effekt rausgefunden? Was war sein erster Ermittlungsansatz? Das habe ich mich eigentlich heute beim Hören der Geschichte auch gefragt. Was war sein erster Ermittlungsansatz, um auf diese ganze Aneinanderkettung von Zusammenhängen zu kommen? Ich finde es ja gar nicht mal so unrealistisch, dass Justus darauf kommt, so dass er, weil sie sind ja schon
Nein, als sie da bei Miss Belgin auftauchen, fällt ihnen ja schon die grüne Eisenfrau auf. Und natürlich, was du eben bemängelt hast, oh, ihre Ahnentafel ist runtergefallen, eine echte Eugenie. Stimmt, das ist ja der Stein, so, der ist ins Rollen. Genau, richtig, so fügt er ja die Puzzleteile zusammen. Aber jetzt eine Art... Das nochmal kurz erklärt. Auf der Ahnentafel hat Justus herausgefunden, dass die Mrs. Cartier verwandt ist mit dem Eugenie. So, kann man jetzt einfach mal so sagen damit. Und da hat Justus natürlich beim Aufräumen hat er da kurz raufgeguckt und da ist ihm das aufgefallen. Und da hat er natürlich sich den Rest zusammengesponnen. Ja, das ist ja also okay. Du wolltest was sagen? Ich war so enttäuscht. Eine Sache hat der Justus nicht rausbekommen. Ja. Und zwar die Tasse. Wie ist die Tasse geflogen? Das weiß ich nicht. Sagen, hinter seinem Rücken steht die Sigourney, die sie eh schon alle verdächtigt haben. Warte. Ja, genau. Und die hat wahrscheinlich noch den Unterteller in der Hand gehabt. Ich weiß es nicht. Er weiß es einfach nicht, wie die Tasse... Laut. Entschuldigung. Er kann alles zusammenreißen, wie so ein Superman. Ja. Aber wie ist diese Tasse bei ihm am Kopf vorbei? Das weiß ich noch nicht. Aber irgendein raffinierter Mechanismus in der Tasse. Und später wird ihm erzählt, ja, die Tasse wurde geworfen. Also. Ja, da hätte ich gekündigt. Hätte ich meinen Job aufgegeben, wenn ich das gehört hätte. Das ist schon so ein bisschen das Dr. Clouseau-mäßig, oder? Ja? Er erklärt alles, aber eine Sache habe ich immer noch nicht verstanden. Woher kommt dieser Fleck? Ja, sie haben Tinte an der Hand. Ah! Sehr scharfsinnig. Sie gehen jetzt ins Hotel und sie. Justus, der Übermensch, hat herausgefunden, wo er residiert. Und sie konfrontieren ihn auch komplett damit, mit ihrem Wissen. Und Eugenie erzählt doch, dass Easton sein Komplize war. Ja. Er ist ja der Drahtzieher. Und dann erzählt doch... dann springt er aus Fenster. Genau. Und Folge vorbei, Tod. Ja, so ähnlich. Ja. Lass es. Könnt ihr es nicht aufheben? Bitte. Dazu wir brauchen noch einen Endwitz. Er sagt doch, dass Easton das Bild geklaut hat, die Reproduktion von der Miss Madigan vernichtet hat, weil er nicht wollte, dass die bei ihm im Zimmer rumschnüffelt und es findet. Andere Frage, weil dann gesagt wird, irgendwann hätte er dann die grüne Eisenfrau genommen, Eugenie übergeben und beide wären verschwunden. Wäre das nicht aufgefallen, wenn dann das Bild geklaut wird von der Miss Na gut, aber die sind ja dann weg. Ja, aber sie weiß doch, wer er ist, wie er aussieht. Vielleicht hat er einen falschen Namen, das wirkt aber nicht so auf mich. Wie wirkt jemand mit einem falschen Namen? Ich finde es dumm, die Reproduktion zu vernichten. Genau das habe ich mir auch Das gedacht. War wirklich dumm. Darauf will ich hinaus. Das ist wirklich dumm gewesen, weil dann hätten sie nämlich bei dem, das kommt ja auch kurz, hast du ja erwähnt, wird da kurz thematisiert, sich sagen, warum hat das nicht einfach wieder ausgetauscht, als sie uns da am Schnüffeln sehen. Dann wäre es in Anführungszeichen perfektes Verbrechen gewesen, aber so wäre dann die Reproduktion vernichtet gewesen und dann wäre man doch, dann hätte es bei ihr den Aber ich bin mir gegeben. Sicher, dass der Mr., wie heißt der, Easton. Easton auch gedacht haben, verdammt, das war ganz schön dumm. Ich finde das richtig dumm. Ja. Aber wie gesagt, auch Gangster dürfen ja Fehler machen. Von daher kann es wirklich, weil guck mal, wenn man, was ja auch wieder verrückt ist, die wollten das Bild da verstecken, weil sie es hier hingehangen haben. Mhm. Denn sie mussten jetzt aber, hatten sie das Problem, sie mussten ja die Kopie verstecken. Also ob ich nun die Kopie verstecke oder das Original verstecke, eins von beiden muss ja auf jeden Fall sicher versteckt sein. Weil wenn sie die Kopie finden, da gibt's ja vielleicht auch nicht tausend von, wenn die auch denken, wie kommt hier diese Kopie hierher? Gut, die ist natürlich nicht so aufsehenerregend, als wenn sie das Original irgendwo finden. Aber ich fände es zum Beispiel einfacher und sicherer, das Original zu verstecken, anstatt es irgendwo hinzuhängen. Erstmal. Ja, aber ein aufgehängtes Bild, sagt ja auch Eugenie, damit rechnet keiner. Das ist richtig. Der Typ ist schon mal noch schlauer wie Justus Jonas. Mhm. Noch schlauer, weil er wusste, wenn im Hauptmuseum, wenn da ein Wasserrohrbruch ist, dass das Museum dann im Rocky Beach benutzt wird. Ja, das schlecht ausgestattetste Museum in der Umgebung. Also er wusste, dass das Rohr nicht mal repariert wird oder so, sondern es muss ja ein Wasserschaden gewesen sein von unglaublichem Ausmaß. Gut, darüber hätte ich auch ein Schulprojekt gemacht, ich hätte mir das mal gekostet. Und er wusste denn, in dieser Mini-Stadt oder was das ist, da kommen jetzt die Bilder hin. Das hat ja alles geplant. Gut, der ist so ein das kritisieren wir jetzt aber wirklich aus der Sicht von halbwegs erwachsenen Leuten. Als Kind macht man sich doch so eine Gedanken und nicht. Das finde ich noch kindergerecht, diese Fehler, sage ich mal. Ja. Oder bin ich da nur wieder zu dumm? Nein, ich gebe Benjamin recht, aber es ist halt so dieses, es passt genau ins Bild. Die hätten ja auch sagen können, na gut, dann schicken wir halt die Bilder wieder zurück nach New York oder keine Ahnung. Oder es fällt einfach komplett aus. Ja. Dass man nun unbedingt diese Vernissage umverlegt und dennoch noch sagt, oh, die haben nicht mal eine Alarmanlage. Egal, das Risiko gehen wir ein. Ja. Gibt es auch nur ein Museum in Los Angeles? Ich weiß es nicht.
Gut, vielleicht haben die auch andere Ausstellungen, wo das gerade nicht passt und dass sie wirklich gesagt haben, gehen wir in dieses kleine Kuhkaff. Also dafür, dass es ein Kinderbuch ist oder ein Jugendbuch, finde ich es ein bisschen kompliziert. Die hätten einfach sagen können, das Bild wurde geklaut. Ja, wozu diese erste... Das macht die Geschichte auch weitgehend langweiliger. Erst dieser Wasserschaden, dann der Umzug in das andere Museum und dann fahren die auch noch zwischen diese beiden Museen. Kann dir das sagen, es geht darum, dass der Schauplatz nach Rocky Beach verlegt wird und dass sie dann auch in der Lage sind, Eugenie zu begegnen, weil sie sind ja nicht jeden Tag in L.A. Das reime ich mir jetzt einfach zusammen. Auf der anderen Seite, sie hätten es auch so machen können, im Rocky Beach sein, sie machen den Wasserrohrbuch und er verkleidet sich einfach als Installateur. Wir sind ja schon dabei, eigentlich zu resümieren hier. Ich würde aber gerne nochmal detailliert auf die Hotelszene zu sprechen kommen. Die ja wirklich, also ein ganz, ganz schlechter Synchronsprecher. Nee, ich mag den. Nein, ich hasse ihn. Ich fand den... Ich war damals enttäuscht, weiß ich noch, dass es nicht der Original-Eugenie ist. Ich finde ihn aber sympathisch. Nein, wie er da, ich weiß nicht, auf welche Frage er so antwortet. Justus sagt irgendwie, ja, und dann haben sie gewusst, dass es nach Rocky Beach verlegt wird. Genau, dieses Ganze, oder wie er mal sagt, na selbstverständlich, wie er von sich alles einfach erklärt. So, ja, ich habe das gemacht. Aber das passt so zu so einem Kinderbösewicht, finde ich. Ja, doch, finde ich. Okay, da sind wir dann wirklich geteilter Meinung. Also das fand ich ganz, ganz schlecht. Und dann sagt er am Ende, ja, wieso? Ihr habt ja gegen mich nichts in der Hand, ich habe ja nichts gemacht. Und dann, das sieht die Polizei bestimmt anders und unsere Aussage reicht. Und dann springe ich einfach aufs Fenster und lande auf der Markise. Na gut, aber die drei Detektive sind da auch nicht besser. Und einfach aufs Fenster springen. Ich habe nicht gesagt, dass die besser sind. Wahrscheinlich ist ja erst da auf die Idee gekommen. Stimmt. Aber ich finde doch so für so einen Jugendbösewicht so einer, der so alles zugibt und so und sich so ganz sicher und cool fühlt. So. Ich finde doch, das hat was. Ich stelle mir immer vor, der sitzt da komplett angezogen, wahrscheinlich schon mit so einem Notfallköfferchen gepackt. Für alle Eventualitäten, wo er sein Portemonnaie und so drin hat. Ich würde wahrscheinlich nur in Unterhose da sitzen, weil ich bin im Hotelzimmer ungestört und denke, die drei Detektive, scheiße. Also ich würde da völlig verpennert wahrscheinlich in meiner Freizeitkluft. Da kommt auch übrigens so wieder, er springt aufs Fenster, landet auf der Markise, steigt in ein Taxi, was auch gerade da vorbeifährt. Gut, kann ja sein, dass es LA, okay. Und dann sagen die auch, ach, er ist wieder weg, wir geben wieder auf. Da kann ich jetzt auch sagen, die Detektive haben schon vorher den Kommissar Bescheid gesagt. So, aber der Kommissar oder die Polizei, die kommt erst, wenn sie nochmal anrufen. Genau. Das fand ich auch so. Stimmt, der hat denen ja schon Bescheid gesagt. Also, naja, Jungs, regelt ihr das mal erstmal? Besser. Wir kommen dann, wenn wir so. Wir kommen dann erst, wenn ihr ihn... Sagt ihr Bescheid, ich will nur eine Currywurst essen. Überleg mal, wie schnell vorher der Kommissar war. Der war in 3 Minuten in L.A. Die haben ja schon den Easton verhaftet. Generell muss ich sagen, am Ende stehen die drei Detektive echt dumm und gelackmeiert da, weil alle haben sie verarscht. Eugenie ist abgehauen. Die Oma. Nicht, dass er Spider-Man ist. Das ist richtig. Du darfst aber auch nicht vergessen, wir haben 2 Folgen im Rücken: den Super-Papagei und den schreienden Bäcker, den seltsamen Bäcker, Entschuldigung, in denen die schon Eugenie begegnet sind. Es gibt da noch Schilderungen, warum Justus so sehr dahinter ist, ihnen persönlich die Handschellen umzulegen. Er hat ja noch eine offene Rechnung mit ihm übertragen. Und dann lässt er ihn einfach aus Fenster hüpfen und sagt, ja, voll wieder verloren. Ja, gut. Denn, wir haben das jetzt noch gar nicht erzählt, was passiert ist eigentlich. Wie immer. Du musst nicht nur schneiden, du musst auch chronologisch die Sachen alle oben verteilen. Also die drei Detektive stehen vor, ich kann den Namen nicht, wie heißt der? Eugenie. Eugenie, was für ein Name. Ja. Und die sagen zu ihm, du bist ja jetzt gefangen, du kannst ja hier nicht weg, außer du springst aus dem Fenster. Das ist ja auch so albern. Und jetzt kommt's, jetzt macht er einen Satz aus dem Fenster. Ein Salto. Aus dem 2. Stock auf eine Markise rauf. Er hat also den Sprung wahrscheinlich schon vorher geübt, weil die Markise ja hängt. Aber entschuldige bitte, es gibt eine Donald Duck-Geschichte, wo er aus dem 40. Stock stürzt und auch unten auf einer neuen Markise landet und überlebt. Okay, jetzt sind wir aber mal ehrlich, jeder zweite Actionfilm bedient sich solcher unmöglichen Ideen, sage ich mal. Ja. Also das ist jetzt, dass sie das hier verwenden durften, dass er das überlebt, das ist geschenkt. Ich finde, es ist... Also Olli ist sehr... Mal sagt er so, ach, das ist so hier für Kinder, das ist schon gut. Da sind wir einfach mal geteilter Meinung. Das ist schon ein bisschen schizophren. Olli. Ja, ein bisschen schizophren. Ich sag mal so, für das, was es ist, es passt ins Hörspiel und es ist ja charmant. Im richtigen Leben würde man denken, Ich will noch eine kurze Sache sagen, dann bin ich eigentlich auch fertig mit der Geschichte. Ich finde den ganzen Schluss halt, ab da, wo sie wieder in der Zentrale sind und Justus die Sache aufklären möchte, wird alles nur noch erzählt. Es wird nicht mehr wirklich agiert, außer
außer die Hotelgeschichte, die sehr schlecht ist. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach diese Mrs. Cartier, dass da noch eine Konfrontation mit der Aufklärung stattfindet, dass dieser Showdown, nenne ich es mal, in diesem alten Haus von der Mrs. Cartier nämlich stattfindet, dort das aufgeklärt wird, die Mrs. Cartier sich dazu nochmal äußert und die Sache mit Eugenie, die hätte erzählt werden können, dass die Polizei vor Ort war und er geflohen ist. Das hätte man dem Erzähler überlassen können. Von mir aus hätte die Geschichte nämlich da enden sollen und nicht in diesem Hotelzimmer und der Rest wird einfach nur erzählt. Na wobei, Entschuldigung bitte, ich finde das gut, der Erzähler hat ja das letzte Wort, wo nochmal gesagt wird, wo das blöde Scheißmedaillon am Ende war. Stimmt, im Schließfach, das sollte man auch noch erwähnen. Schließfach? Sie war verwirrt und hat sich nicht mehr erinnert, dass es im Bankschließfach war. Genau. Das war eigentlich der einzig richtige Fall, war eigentlich dieses Medaillon. Das wurde erfolgreich aufgeklärt. Wirklich, ja. Die Mrs. Cartier, die ja laut Ahnentafel eine geborene Eugenie ist, das heißt, sie ist eine direkte Verwandte von ihm, die lacht sich ins Fäustchen, weil sie hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen, außer die Jungs einen Streich zu spielen, wo ich mir denke, wir haben ja eine lebende Verwandte, mit der er Kontakt hat, die beauftragt wurde, die drei Fragezeichen hinters Licht zu führen. Haben die keine Handhabe, da mal zu klingeln? So, und jetzt erzählen Sie mal ein bisschen was über ihr. Genau. Wo könnte der denn jetzt sein zum Beispiel? Ja? Wann hat er denn das letzte Mal angerufen? Also ich weiß nicht, ob das ich so bin für Poltergeist Teil 2. Nee, ich weiß nicht immer. Ich weiß, man braucht einen Durchsuchungsbefehl und so. Also man kann nicht einfach jemanden beschuldigen, aber sie ist nun mal eigentlich eine Kontaktperson und sie hat ja die drei Fragezeichen in dem Sinne hinters Licht geführt. Und hat er auch, kann man da nichts machen? Hat er offensichtlich auch direkten Kontakt zu Eugenie gehabt, den sie auch. Ja, aber eigentlich hat sie recht. Die drei Fragezeichen sind drei Kinder. Man kann ja nicht mal Strafvereitlung vorwerfen, weil die ja keine offiziellen Ermittler sind in diesem Fall. Da sind wir eigentlich wieder wie am Ende vom Gespensterschloss mit dem Bösen. Der ja sofort einknickt, aber eigentlich könnte auch sagen, hol mir Polizei, was willst du denn? Und sie könnte ja auch sagen, was wollt ihr denn machen? Was ja am Ende auch so ist. Also ich fand tatsächlich, ich muss sagen, wenn ich es so umreiße, dieser Zusammenhang mit dem Bilderdiebstahl und dem Poltergeist und dem verschwundenen Medaillon, finde ich doch sehr genial strukturiert, so von dem Zusammenhang her, aber grottenschlecht erzählt. Also, bei mir ist der letzte Satz auf diesem Zettel hier schlechteste Auflösung der Welt. Der Welt. Oh, da greift Benjamin aber vor. Du kennst die anderen Folgen ja noch nicht. Ja. Also ich mag sowas einfach nicht, wenn eine halbwegs schlüssige Geschichte, sag ich mal, ganz schlecht aufgelöst wird. So Krimi-Fälle, wo dann einer auf einmal, ich habe die Lösung und denkt sich irgendwas aus. So, und was wirklich, wo Benjamin recht hat, mega unnötig war, war dieser Umzug in dieses andere Museum. Hätten sich das gespart, wäre das alles ein bisschen strukturierter gewesen. Lustigerweise. Und nicht so langweilig. Ich finde, man kann die Folge in zwei Teile aufteilen. Also bis Seite A und Seite B. Nein. Und zwar am Anfang ist ganz viel Musik. Und ganz schnell so gestrafft, so wie erzählt wird und so. Dann kommt sogar noch ein paar Mal der Sprecher vor. Und ab dem, die da im Spukschloss sind, ist das alles ganz anders. Ein ganz anderes Erzähltempo, ein ganz fast wie eine andere Geschichte. Es kommt viel weniger Musik vor, ist euch mal aufgefallen. Der Sprecher kommt, glaube ich, gar nicht vor bis zum Schluss. Es ist wie zwei Hälften. Wie zwei unterschiedliche Geschichten. Ja, aber du hast ja auch im Prinzip fast drei unterschiedliche Geschichten. Einmal am Anfang der Museumsraub, dann die Medaillonkacke und dann plötzlich erst den titelgebenden Poltergeist, was ja am Ende die Handlungsstränge alle zusammengeführt werden. Aber du hast im Prinzip so drei Abschnitte. Ja, aber mit einem völlig anderen Aufbau, finde ich. Warum kommt hier nicht einmal mehr, also der Sprecher hat mich ja genervt, die hätten ihn komplett wegnehmen können. Kurze Frage, interessieren sich denn die Hörer noch für unsere offenen Themen? Weil wir klären ja nichts mehr auf, wir stellen nur weitere Fragen zu dieser Folge. Ja, doch, das mögen die. Das mögen die? Ich kann ja noch eine Sache kurz sagen. Das mögen die nicht. Weil Kelly doch am Anfang im Hörspiel sagt, Jungs, ihr übernehmt jeden Fall. Steht ja auf eurer Karte. Am Anfang der Folge, da sind schon was fanden. Naja, das Buch endet übrigens damit, dass, weil ihr doch gerade über die Auflösung meckert, am Ende treffen sich alle nochmal mit ihren Freundinnen auf dem Eisbecher. Und dann sagt Peter, naja, wir sind ja gerade dabei, wir sollten uns mal überlegen, ob wir in Zukunft wirklich jeden Fall übernehmen. Und dann holt er aus seiner Hosentasche Visitenkarten, die er gedruckt hat, auf denen steht dann... Wir übernehmen fast jeden Fall. Tatsächlich, okay. Das ist aber gut. Das ist ein bisschen witzig. Und das hätte ich mir im Hörspiel auch noch gewünscht. Wäre vielleicht auch noch mal so ein kleines... Aber dann wäre es 68 Minuten lang gewesen. Oh, die eine Minute mehr, Olli. Oh, jetzt wird hier so eine toxische Stimmung hier. Weil dann hättest du doch ein abgerundetes Ende gehabt mit einem Abschlusslacher sogar noch. Der Abschlusslacher fehlt. Ja, dieses wahnsinnige. Ganz ehrlich, da kommen wir nochmal zu einer anderen Folge zu, wo das ist mit diesem Abschlusslacher. Einer?
Abschlussgänger, ja, ich weiß, fast jeder der neuen, ne? Ja, auch die alten. Nicht, Es wurde doch auch am Ende vom Phantomsee, aber sagen Sie das bloß nicht meiner Mutter. Ja, stimmt. Und ich glaube, Super Papagei hat ja auch eine Lachszene. Das habt ihr gut gemacht. Im Gespensterschloss wird auch am Ende gelacht. Ja, es geht in die Nase, es ist einfach immer in die Nase. Okay, das ist aber eine Sache, das ist eine lustige Stimmung, da ist der Witz nicht schlecht. Damit war alles gesagt. Wie ist eure Zusammenfassung? Ich habe meine, glaube ich. Wie viele Punkte? Ich möchte, dass du beginnst. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Punkte die anderen Folgen bekommen haben. 6 das Gespensterschloss, 4 der Phantomsee. Bei dir. Okay, diese Folge bekommt von mir ganze 4 Punkte. Was? Dann ist sie auf einem Level mit dem Phantomsee. Ja. Dafür, dass hier steht, schlechtestes Ende aller Zeiten. Ich meine, aller Zeiten. Ja, aber Phantomsee war die ganze andere schlecht. Und da waren mehr Logikfehler drin. Ja. Also, wieso? Jeder kann doch mit dem Auto drauf. Es hat ja wirklich, aber diese Folge hat ja wirklich einen sehr guten Abschnitt. Wenn der Anfang nicht so verkackt wäre. Genau, dieser gesamte Mittelteil mit den Poltergeist-Elementen, der ist komplett gelungen, finde ich. Genau, aber ich stelle mir jetzt vor, ich müsste jetzt diese Folge noch einmal hören und das würde mir extrem schwerfallen, deswegen nur 4 Punkte. Das hast du aber beim Phantoms ja auch gesagt, dass du die Folge nie wieder hören wirst. Ja. Da steht da ja auch zu. Das ist jetzt dein Resümee? Naja, wir haben jetzt so viel darüber erzählt. Also Ende katastrophal, die Auflösung finde ich katastrophal. Die Geräuschkulisse war nicht so toll. Okay. Oder katastrophal, halt entweder übertrieben oder gar nicht. So der Anfang, wahrscheinlich auch dem Buch verschuldet, ist für mich unlogisch. Also zu langweilig erzählt mit dem Museum und Wechsel und ja, also alles gesagt. Ja. Wie viele Punkte hatte ich denn nochmal Phantomsee gegeben? Ich glaube auch 4. Und dem muss ich mich diesmal auch wieder anschließen. Das gleicht sich ein bisschen aus. Ich fand dieser Zwischenteil mit den Poltergeist-Elementen, der reißt einiges raus, während Phantomsee so recht langweilig ist über die ganze Folge hinweg, wie ich finde. Und das Ende ist dann aber, versaut den Schnitt wieder komplett, sodass ich wirklich bei beiden, auch bei der Folge, auf 4 Punkten komme. Ja, ein bisschen spannender im Mittelteil, ja, hey. Benny, Bro. Ein bisschen spannender im Mittelteil als Poltergeist, aber die Auflösung, weil wie gesagt, wird auch nur theoretisch erzählt. Der Erzähler erzählt schnell, ja, übrigens, das Medaillon wurde aufgefunden und eigentlich wurde er, wer klärt das eigentlich nochmal mit der fliegenden Tasse auf? Wer erzählt denn das? Eugenie, dass sie da sehr amüsiert war, dass es und sich auch über die Hand von Peter gefreut haben, dass er sich die eingebildet hat. Bob fragt er so, wie haben Sie das eigentlich mit der Tasse gemacht? Also habe ich 3 geniale Detektive vor mir, ja, die jetzt vor mir stehen, weil sie alle Zusammenhänge entschlüsselt haben. Ja. Und jetzt schreibt einer der 3 Jungs, wie haben Sie das eigentlich mit der Tasse? Na, ich habe sie geworfen. Okay. Okay, bin ich denn jetzt dran? Ja. Ende. Also ich bin fertig. Mein Resümee zu dieser Folge. Ich kann mich erinnern, als ich damals das Buch gekauft habe und mich gefreut habe, einen neuen Autoren auf den ersten Seiten zu lesen und allein der Titel Poltergeist bei mir auch mich getriggert hat. Cool, vielleicht wieder so ein bisschen zurück, back to the roots. Wieder sowas Spannendes wie Gespensterschloss und so. Und ich weiß, dass ich nach dem Lesen vom Buch damals schon enttäuscht war. Auch wo ich mich gefreut habe, dass Eugenie wieder vorkam. Ist nicht meine Lieblingsfigur. Also ich zu dem Zeitpunkt war es aber sein dritter Auftritt. Er hat ja danach nochmal ein, zweimal ist er aufgetaucht. Und da hat er leider auch sehr in meinem Ansehen verschissen. Bis zu dem Zeitpunkt finde ich ihn noch da sympathisch. Ich finde die Folge an sich schwierig. Ich würde ihr 5 Punkte geben. Ich finde sie sehr mittelmäßig. Sie ist keine Folge, wo ich sage, ich will die nie wieder hören. Sie ist aber auch keine Folge, die ich regelmäßig hören möchte. Dafür ist sie mir dann doch zu belanglos, zu schlecht umgesetzt und auch was so die Umsetzung von Geräusch und Musik angeht, mir geht dieses Wabern auf den Sack, mir geht diese Techno-Musik auf den Sack, mir geht diese toxische Atmosphäre, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, auf den Sack, mir geht dieses Verschachtelte auf die Nerven halt. Es geht um Bankraub. Nein, es geht um Gemälderaub. Entschuldigung. Nein, es geht um einen scheiß Medaillon. Nee, jetzt geht es doch um einen Poltergeist. Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Wo ich das eigentlich als ganzes Konzept am Ende gut fand. Ich fand die Folge nach dem jetzigen Hören besser als noch vor ein paar Jahren. Aber was fandest du denn gut? Du hast doch nichts erzählt, was du gut findest. Ich mag auch diesen Mittelteil mit dem Poltergeist.
Ich mag, dass die Folge, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, mich so ein bisschen zurückversetzt in diese 90er-Jahre-Ära. Und ich mag tatsächlich das Gespräch im Hotel. Weil ich finde das mit Eugène, wie die so ihn konfrontieren und wie die sich so auseinandersetzen, smart gelöst. Ob er jetzt, wie er jetzt am Ende entkommt, können wir darüber streiten, wie wir wollen. Aber an sich ist es für mich eine absolute Mittelmaßfolge, die ich auch, würde ich keine Empfehlung aussprechen. Ich würde jetzt nicht sagen, jemand, der drei Fragezeichen nicht kennt, hör dir diese Folge an. Würde ich nicht machen. Aber bei mir tust du es. Nee, es ging darum, dass wir über eine Folge sprechen, ja, die Olli hasst. Und also, wir wollen ja eigentlich theoretisch irgendwann mal alle Folgen besprechen. Kann ich heute einfach mal sagen, ich möchte zur nächsten Sendung die Folge 47 hören? Würde ich mich freuen. Welche ist es? Der giftige Gockel. Kenne ich nicht. Nee, ich bedanke mich für eure Teilnahme. Es war heute sehr chaotisch, aber auch irgendwie sehr lustig und erfrischend. Die Folge war an sich, wir vergessen sie jetzt wieder und ich finde keine Abschlussworte. Dann sag du doch was. Möchte ganz kurz nochmal auf die Synchronsprecherentwicklung von Justus Jonas zurückkommen. Der Justus, ich glaube nicht. Stimmt, da haben wir aber gar nicht drüber gesprochen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Justus, den ich hier heute gehört habe, der hat nichts mehr mit den Justus Jonas der 70er und 80er Jahre zu tun. Hier habe ich mal einen kleinen tollpatschig keksefressenden, das war ja Bob, aber trotzdem zu tollpatschig, zu extrovertiert. Eigentlich den Justus, den ich kenne, war so ein bisschen überlegter, ein bisschen eher, ein bisschen weniger gesagt als zu viel. Und ja, ist er doch extrovertiert. Verstehe. Nein, das ist introvertiert, wenn man weniger sagt als man. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, dass Justus hier näher an den ersten Stellen. Nein, nur alles weg. Eigentlich hatte Thomas ja die Verabschiedung schon gesagt. Aber gut, jetzt sind wir nochmal dabei. Ich finde zum Beispiel Justus hier näher an den Originalen als noch aktuellen Folgen. Achso, das kann sein. Okay, ich kenne ganz aktuelle Folgen. Er ist nicht, also sehr bestimmt. Ja. Nach dem Motto, wir machen das jetzt. Peter sagt, wieder gut. Nein. So, und er ist auch er ist ein bisschen pedantisch. Zum Beispiel sagt Peter in einer Szene, ja, unsere kriminalistischen Fähigkeiten, nein, kriminologische, das wird ja wohl mal gesagt werden dürfen. Ich finde Justus in dieser Folge realistischer als in aktuelleren Folgen. Aber er hat definitiv nichts mehr mit dem Justus zu tun aus den 70er und 80er Jahren. Das war meine Hauptaussage in dieser Aussage. Fragen wir mal, Bamin, wie fandest du die Entwicklung der Sprecher? Stimmt, du hast ja am schnellsten jetzt eigentlich mitgemacht. Ja. Hab keinen Unterschied feststellen können. Okay. Und damit schneiden wir. Jetzt ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.